Guten Abend zusammen. Hier sind wieder die Brüder der Nacht. Ihr habt wieder eingeschaltet bei den Radio Emergency Nachtmesserten bei eurer allzweiwöchentlichen Retraumatisierung. Und heute geht's richtig tief rein in unsere Geschichte, in unsere kollektive Geschichte, in unsere individuelle Familiengeschichte und ja, in den letzten großen Schattenaugenblicken, die ihre Arme immer noch ausstrecken bis in die heutige Zeit und ja, einen jeden von uns zu ergreifen drohen, egal ob man sich dem zugewandt beschäftigt oder ob man sich dem abgewandt versucht zu entfliehen, zu entreißen. Jeder ist irgendwie davon betroffen und wird möglicherweise auch, kleiner Sneak Preview in diese Zukunft, möglicherweise auch wieder sein, weil wir erleben wieder ähnliche Zeiten, ähnliche aufrüttelnde Zeiten, ähnliche politische Zeiten und ja, es wird an der Zeit, dass wir uns mal mit unserer Geschichte beschäftigen. Und zwar geht es ums Dritte Reich. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich meinen mitnachtmehrfahrenden Bruder begrüßen, Elijah Snowy. Wie geht's dir? Ja, Kev, mein Lieber, grüß dich. Ja, da haben wir uns heute ja was vorgenommen, ne? Wir machen ja heute den Deckel drauf, ne? Die finale Analyse des Dritten Reiches, damit die Leute sich da nichts mehr dazu anschauen müssen danach. Ich bin gespannt, in welche Richtung wir da heute segeln. Denn es ist ja ein Thema, wo man die Worte sehr umsichtig wählen will. Und wo wir uns sicher auch unterscheiden von anderen, die über dieses Thema reden. Weil ich bei uns den Eindruck habe, wir stehen da nicht so, wir sind da nicht so ganz klar einer Seite zuzuordnen. Also klar haben wir beide eine tendenziell linke Vergangenheit, wenn du es jetzt einordnen willst. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nie irgendwie für eine Partei engagiert, aber ich habe mal Sarah Wagenknecht unterstützt in der Vergangenheit. Aber rein von der Popkultur her, würde man sagen, wir sind eher so Punks, die irgendwo links geprägt sind oder Gothics oder wie auch immer. Trotzdem liegt uns das deutsche Wesen sehr am Herzen, der deutsche Geist. Und trotzdem gilt es da ganz sehr sorgfältig zu differenzieren, weil wenn man sich dieses ganze Neurechte anhören will, das ist ja nur zwei Klicks entfernt, also da muss man nur auf BitChute gehen und dann hat man da die ganze Bibliothek von Verschwörungstheorien, die meiner Ansicht nach hier oft in die ganz, ganz falsche Richtung führen oder so einfach sind die Dinge nicht. Ja, das ist ja eine unserer Grundthesen. Wir wollen uns heute, glaube ich, eher auseinandersetzen mit dieser Hypnose, die stattfand, dieser Hypnose, die nach wie vor anhält. Also das, was damals passiert ist, diese Dramaturgie. Und die Nazis waren meiner Ansicht nach vor allem große Dramaturgen. Oft wird ihnen ja auch viel Esoterisches unterstellt. Es ist richtig, dass sie sich da bedient haben, dieser Symbolik. Es ist allerdings, die Beweislage gibt das nicht her, dass viele tatsächlich tief in diesen okkulten Schriften drin waren, also sich tatsächlich damit auseinandergesetzt haben, darüber hinausgehend, dass vielleicht die Geheimlehre auf dem Nachttisch lag oder so, ja. Das heißt, das ist das Faszinierende, diese Dramaturgie, diese Hypnose, die damals stattfand, die hält meiner Ansicht nach bis in die heutige Zeit an. Und zwar egal eben, auf welcher Seite du stehst. Also egal, ob du dir das in irgendeiner Hinsicht nach zurückwünschst, wie wir das jetzt gerade oft im Osten beobachten können, oder auch wenn du mit AfD-Leuten mal privat redest, oder ob du, wie die meisten, das eher so total von dir stößt, ja. Beide scheinen hypnotisiert zu sein und wir wollen versuchen, uns auf so einem Mittelweg diesem Thema anzunähern. Was ist denn da überhaupt passiert? Wie ist das psychologisch erklärbar? Und warum sind die Leute immer noch so wahnsinnig ergriffen davon, ja? Was ist auch der Unterschied zwischen dem, was damals passierte, was da aus Deutschland herausbrach, im Vergleich zu irgendeiner anderen Nation, ne? Weil es war schon was historisch relativ Einmaliges.
Ja? Und das wird so die spannende Frage sein. Ich weiß auch gar nicht wirklich, wie wir so einen sanften Einstieg finden. Ich wollte heute tatsächlich eher eine relativ, weißt du, so eine sanfte, leichte Einleitung machen. Aber jetzt hat sich's anders ergeben. Wir sind schon mitten in diesem düsteren Thema drin. Vielleicht vorher ganz kurz zur Tagesenergie. Wie geht's dir eigentlich so? Aber du hast jetzt die letzten Tage auch viel Drittes Reich gemacht. Ne? Das heißt, entsprechend ist deine Stimmung, glaube ich. Ja, also zum einen das. Ich habe mir tatsächlich mehrere Stunden Videomaterial reingezogen und da war natürlich auch sehr viel Verstörendes dabei. Die meisten von euch kennen da Szenen und Bilder, die ich wahrscheinlich meine. Und ja, aber auch so finde ich gerade die Tagesenergie sehr anstrengend. Ich spüre sehr stark diese Rückläufigkeit. Ich habe gerade privat einige Themen am Laufen, die mich sehr fordern und sehr viel Energie ziehen zu meinem Alltag. Aber ja, ich will es nicht wegreden. Also ich bin schon echt sehr, sehr tief eingetaucht wieder in diese ganze, zum ersten Mal so richtig bewusst und auch mit eigener Intention in diese Thematik. Habe mir tatsächlich einfach auch rein professionell dann die Call of Duty 1 und 2 Teile wieder reingezogen, einfach um mich da auch in diese Thematik hinein zu entspannen. Und ja, also es ist eine Schwere, definitiv. Ich glaube, da kommst du nicht drum rum. Wenn du da als gefühlsmäßiger Mensch dich damit beschäftigst, dann wirst du diese Schwere spüren. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Selbst wenn es eine gewisse Faszination gibt für diese Zeit, im Sinne von, wenn man das jetzt einfach mal so rauskapselt, dieser Wohlstand des Mittelstands, der da geherrscht hatte, in den Ende der 30er Jahren dann, wie die Kultur, die nicht vom Krieg verseucht war und von politischer Propaganda sich dann entwickelt hat und florieren konnte, das ist schon etwas, was ich echt fast schon vermisse, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, dass da dieser deutsche kulturelle Geist zum letzten Mal so richtig groß hoch da war und alles, was danach gekommen ist, nach dem Kriegsende, war einfach sehr stark so, ja, westernisiert und auch westernverseuchtmäßig. Also das ist zumindest mein Gefühl. Und ja, deswegen, also ich bin niemand, der da rein negativ reingeht, obwohl natürlich der größte Bereich negativ und schwer ist. Aber es gibt da auch viele Sachen, die interessant sind. Sachen, aus denen man lernen kann. Und allein schon das Betrachten und das drüber reden, was wir heute machen, soll, glaube ich, echt in erster Linie dazu dienen, weiter zu detraumatisieren und mehr wieder Richtung Heilung zu gehen. Dass man einfach irgendwann über diese Sachen reden kann, ohne direkt ja in eine Schublade und in ein Lager gesteckt zu werden. Einfach nur, weil man sich darüber traut, drüber zu reden. Ja, und du kannst da in so viele Richtungen gehen, ne? Also es ist psychologisch, finde ich, ein so wahnsinnig interessantes Phänomen. Und diesem Phänomen wird es eben auch nicht gerecht, wenn du einfach nur sagst, alles schrecklich, darf nie wieder passieren und wir sind jetzt hier mit der Sache fertig, weil, wie ich schon in der letzten Sendung kurz ansprach, fand ich diesen Gedanken von Armin Denner sehr, sehr interessant, dass die Deutschen in dieser Phase diesen Schatten ja eben ausgelebt haben, aber dass wir möglicherweise diese Verantwortung übernehmen können, diesen Schatten zu klären, ihn zu transformieren. Und das sehe ich eben als die ganz große Chance und als tatsächlich, weißt du, wenn ich über Deutschland nachdenke und ich tue das ja ganz viel astrologisch auch, dann sehe ich in Deutschland so ein Zeichen wie den Steinbock, wie die Waage, wie auch jemand unter meinem neuesten Video kommentiert hat, der sieht da Jungfrau-Qualitäten. Auch das muss ich gelten lassen, weil das stimmt. Die Jungfrau und die Waage sind sehr ähnlich. Das ist eben dieses Schöngeistige, was jemand wie Goethe verkörperte. Das ist auch dieses ganze, das, was die Waage sich nur ausdenkt, setzt die Jungfrau tatsächlich um. Ja, also die Jungfrau baut dann das Schiff, über das die Waage nur nachdenkt. Der Steinbock ist ein sehr, sehr reifes Zeichen. Deswegen glaube ich, gerade wir sind eigentlich eine Nation, die so einen Wutausbruch, wenn man es jetzt mal auf solche kindlichen Kategorien reduziert, verarbeiten kann, aus ihm wachsen kann. Und wir sind eigentlich die Nation, die lernen kann, jenseits dieser Extreme zu stehen. Weil das ist doch das, was du jetzt hier beobachtest in jüngster Zeit, oder?
du sollst dich entscheiden für eine Seite. Also entweder bist du auf dieser Mainstream-Linie, auf das, was wir auch in der Schule gelernt haben, war alles ganz schrecklich, darf nie wieder passieren, Thema erledigt. Oder du fängst doch mehr oder weniger heimlich an, das wieder zu glorifizieren. Und sie denken, das wäre doch richtig gewesen, wenn das Kriegsende vielleicht anders verlaufen wäre. Ja, auch darauf kann ich heute eingehen, warum ich der festen Überzeugung bin, dass das nicht so ist. Und vor allem, dass das kein Konstrukt war, was irgendeine langfristige Zukunft hatte. Weil es war aufgebaut auf einem Guru. Es war aufgebaut auf Schulden. Das heißt, es war wie so ein Guru-Pyramidensystem, was genau in dem Moment zusammenbricht, wenn zum Beispiel der Führer stirbt. Ja, dann ist es wie bei Alexander, dann hast du die Diadochenreiche, dann war es das. Aber die Grundsehnsucht, auf die ich vielleicht erstmal zu sprechen kommen will, Käfes, ich habe das Gefühl, die Leute waren richtungslos. Also sie waren nicht genug in sich selbst zentriert, das ist vielleicht ein ganz schönes Wort dafür, sodass sie total empfänglich dafür waren, sich einem Kollektivgeist hinzugeben. Also das, worüber wir hier schon öfter geredet haben, ja, dieselbe Hypnose, die bei jeder Massenveranstaltung stattfindet. Und im Politischen ist es halt dann nur sehr, sehr viel gefährlicher als auf einem Rockkonzert oder bei Schalke 04. Aber das ist im Endeffekt, glaube ich, eine dieser massenpsychologischen Grundsehnsüchte, dass du dir sagst, hey, da wird's für mich einfacher. Also ich kann mich einfach diesem großen Geist hingeben. Und ich unterwerfe mich hier nicht nur der Familie oder meiner Peer Group, was ja der erste Schritt ist, sondern was noch viel größerem, diesem ganzen Volkskörper. Und das zu durchdenken, da merkt man eben, dass es durchaus, also das kann man durchaus verstehen, warum das so war. Weil das schafft dir ja, das macht dir das Leben erstmal deutlich einfacher. Wenn du sagst, ich bin nicht dieser Gnostiker, der hier irgendwie den individuellen Weg finden will und ich löse meinen Puzzle und es gibt für mich dieses Rätsel und jeder hat seinen Weg, sondern du sagst so, nee, das ist hier der große Geist der Nation, dem gebe ich mich hin, der wirkt durch uns alle, da hat der Tag eine Struktur, ne? Das macht das Ganze sehr, sehr viel einfacher. Und das ist eben so eine meiner Grundthesen. Ich glaube nicht, also wenn du wirklich daran interessiert bist, geistig in diesem Leben an dir zu arbeiten, deine Seele zu schmieden, dann glaube ich nicht, dass du es dir so einfach machen kannst. Dann glaube ich, dass dieser Weg kompliziert ist. Weil es ist immer sehr, sehr viel einfacher, sich so einem Kollektiv hinzugeben. Weil es nimmt dir ja alles ab. Es nimmt dir eigentlich jede Entscheidung ab. Du musst am Ende gar nichts mehr entscheiden. Und so war es ja in diesen ganzen SS-Organisationen und so. Du darfst nichts mehr entscheiden, du musst auch nichts mehr entscheiden. Aber das, was immer nicht gesehen wird, das war ja der Vorteil. Ja, das, was uns, weißt du, wo dann immer so drauf herabgeschaut wird, auch so, wie furchtbar war das? Nein, ich bin mir ganz sicher, die fanden das großartig. Das ist ja eben diese Soldatentreue, ja. Es gab damals dieses Buch, Der brave Soldat Schwoieck, ja. Das war genau der perfekt, also da war das perfekt dargestellt. Ja, du bist einfach nur dieser brave Soldat, der seine Pflicht erfüllt. Und Pflichterfüllung hat dann ja auch noch so einen Anklang des Guten irgendwie. Ja, das ist dann auch noch irgendwie alles richtig, was du tust, ja. Und dann ist dein Leben geregelt. Du musst da dann nichts mehr machen. Ja. Ja. Ich denke, das ist auch so ein springender Punkt, dass man sich einfach mal das Setting angucken muss. Ne? Angenommen, wir betrachten jetzt einfach mal diese ganze Nazi-Zeit als eine Art Trip. Und wir wissen ja, bei Psychedelika ist es wichtig, auf Set und Setting zu achten. Und wenn du dir einfach mal anguckst, einfach mal in dem Bild bleiben, ne? was für ein Setting hat geherrscht, also wie waren die Leute drauf damals? Ne? Es ist ja nicht so, dass die NSDAP groß geworden ist oder dass Hitler groß geworden ist in einer Gesellschaft, die relativ stabil ist, ne? Oder wo ein gewisser Wohlstand geherrscht hat, sondern es gab eine sehr, sehr lange Geschichte von Kriegen. Ich meine, wenn du dir allein schon das 19. Jahrhundert anguckst, also alle 10, 20 Jahre irgendwie in Krieg, allein in Deutschland, und dann hast du noch die ganzen Geschichten außenrum. Das heißt, die ganze Gesellschaft war durchmilitarisiert, die Erziehung. Du hast die Industrialisierung, die meiner Meinung nach auch die breite Masse eigentlich traumatisiert hat, ne? Also Kinderarbeit noch bis in die ins späte 19. Jahrhundert rein, 14 bis 16 Stunden Schichten, also die Leute, die einfach gefangen waren von dieser Technokratie, die gerade anfängt groß zu werden und alle in ihre eisernen Pranken zu packen. Und dann hast du das Kaiserreich, ne? Die natürlich auch, also das war ja Militarisierung
en masse. Also da ging es ja in jede Richtung, von Schule bis hin zu Freizeit, wenn man sich da Videos anguckt. Also selbst wenn die Deutschen da im Urlaub irgendwo waren, dann waren das militärische Übungen, die da von morgens bis abends gemacht haben. Das war Drill die ganze Zeit. Und Leute, die so gepusht sind und so gepolt sind, na, die, für die ist Krieg natürlich sowas wie Alltag, ne? Oder beziehungsweise, dass es dann endlich mal zur Arbeit gehen, ne? Endlich mal das, wo man sein ganzes Leben lang, seinen ganzen Alltag, seine Erziehung verbracht hat, seine Schulzeit verbracht hat, dann kann ich mich endlich mal verwirklichen und das alles rauslassen, was mir da als Handwerker in die Hand gegeben wurde. Das ist zum einen, glaube ich, so das Setting der Leute, wo die meisten drinstecken. Und dann kommt noch erst der Erste Weltkrieg hinzu, der eigentlich nochmal ein riesengroßes Thema für sich ist. Das heißt, die Leute haben nochmal so eine riesengroße Kriegstraumatisierung hinter sich, plus diese Demütigung des Versailler Vertrags, das auch viele Parteien, viele rechte Parteien den Leuten immer wieder das Auge gedrückt haben, die NSDAP natürlich auch ganz vorne voran. Und natürlich das soziale Elend da, ne? Also wie viel, 8 Millionen Arbeitslose in Anfang der 30er Jahre und auch keine Perspektive, kein Einheitsgefühl, ne? Und auf solche Leute, die jetzt noch kein Internet haben, noch auch nicht Zugang zu Zeitschriften oder Büchern, um sich irgendwie zu informieren, auf solche Leute trifft auf einmal dieser unglaublich mächtige, wohlfinanzierte Propagandaapparat der NSDAP und Hitlers ganze Finesse und auch von den ganzen Strippenziehern dahinter. Und ich muss sagen, das ist schon eine Bombe, wenn die platzt. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass ich damals, wenn ich damals gelebt hätte, ich wäre da genauso mit, hätte mich davon fangen lassen. Ne? Ich meine, klar, auf einmal kommt da jemand, der verspricht mir Arbeit und Einheit und Perspektive und auf einmal kann ich meine ganze Erziehung da reinfließen lassen, dieses Pflichterfüllung fürs Vaterland und mit Disziplin und Ehre und alles, das sind ja alles Begriffe, wenn dir jemand so um die Ohren haut und du bist eben so ein 0815-Mensch, also wenn das nichts mit dir macht, ja, dann ist irgendwie was ganz anderes falsch gelaufen. Also ich glaube... Holst dich überhaupt ab, Käfer? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie deine Abstammung war, aber bei dir ist es doch so, du bist irgendwie amerikanisch-kroatisch vor allen Dingen, ne? Ja, und auch deutsch. Also tatsächlich ist der größte Teil bei mir deutsch. Ach so, das ist schon der größte Teil, oder? Also ja, weißt du, macht so mehr als ein Viertel aus. Ich frage nur deswegen, weil Jung in seiner Analyse gesagt hat, weil in meinem Video... habe ich vor allem halt Jungs Blick auf Hitler analysiert. Da ging es vor allem um diese Person Hitler, weil Jung hat die mit Abstand beste Analyse Hitlers geliefert, bis heute. Und ich habe das halt noch mit Astrologie und Design natürlich verbunden, aber der Einstieg war Jungs Analyse. Und Jung hat eben auch gesagt, diese Figur Hitler konnte nur in Deutschland und für die Deutschen funktionieren. Also dass das ganze Ausland auch damals schon gesagt hat, so, was wollt ihr denn mit dem Affen? Also die haben das gar nicht verstanden, wie man da so fasziniert sein konnte, weißt du, auch von dieser ganzen starren Gestik und so. Ja, das ist tatsächlich auf totales Unverständnis getroffen im Ausland. Und deswegen hat es mich eben auch so überrascht, weißt du, dass du gar nicht so tief, wie ich dachte, in der Thematik drin bist und ich mir dann gedacht habe, hey, aber dich hat es vielleicht auch gar nicht so richtig interessiert oder abgeholt, weißt du. Du hast dir schon immer so gedacht, was war das für ein Theater damals oder so? Ich weiß gar nicht, waren deine Großeltern damals, inwiefern waren die denn im Krieg beteiligt? Wie waren das eigentlich? Ja, schon. Also meine Großeltern von deutscher Seite, die waren damals, also mein Opa war bei der SS, soweit ich weiß. Ach was, echt? Oder? Ja, ja, stimmt, also, ihr seid alle so groß, ne? Ja. Groß, blond, blauäugig. Nee, also der war da anscheinend schon mit drin. Inwiefern der da was mitgemacht hat, weiß ich auch nicht, weil die sind alle in Baden-Württemberg im Dorf groß geworden. Und ja, von daher... Naja, was heißt, es nimmt mich jetzt mit? Jetzt nimmt sich überhaupt gar nicht mit, ne? Weil ich generell mit dieser ganzen großspurigen Propagandamaschinerie einfach nichts anfangen kann, ne? Also da springt in mir direkt was an und sagt nein. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein junger Mann, genau zu dieser Zeit, ne? Der keinen Job hat und keine Perspektive, diese Demütigung des Ersten Weltkriegs auf einem lastet, ne? Alle Leute reden darüber und sowas, dann gibt man noch den Kommunisten und der Demokratie die Schuld dafür und wünscht sich eigentlich wieder das Kaiserreich zurück, so ein bisschen, ne? Wo alles noch ein bisschen besser war, ne? Dieses Wilhelminische. Und dann auf einmal kommt da dieser Hitler, der genau diese Knöpfe drückt, ne? Der mir verspricht, dass ich wieder Arbeit habe, der mir der alles wieder eint unter diesem Schirmherr von Ehre und Disziplin und Pflicht und auch, ja, dass das Deutschland wieder groß werden soll. Also ich glaube, das hätte jeden damals gerissen in so einer Situation. Ne? Ohne Bildung, ohne großartig intellektuelle Bildung. Die waren alle Fische an der Angel, definitiv. Vor allem, es waren ja auch die ersten Leute, die
die erste Gesellschaft, die so richtig krass getroffen wurde von so einer groß angelegten Propaganda, die dann nicht nur über Flugblätter oder Zeitschriften ging, ne, sondern dann auch der erste Film und Fernsehen, Radio und sowas. Ne, das waren die ersten Leute, die das so richtig abgekriegt haben. Das heißt, das war eigentlich ein One-Hitter, ne? Ja, definitiv. Ja, bei meinen Großeltern war es so, die waren eigentlich auch alle überzeugt, soweit ich weiß. Es ist witzig, von dem einen habe ich die Tage im Keller das Sold-Buch gefunden, also halt wirklich mit ne, den ganzen Symbolen und so noch drauf. Ja, der einzige Unterschied war bei mir, mein einer Großvater war ja Architekt, der war auch tatsächlich total überzeugt und halt Ostfront und so weiter bis zum Ende, der hatte so ein Artilleriebataillon und die Großmütter auch. Und der andere Großvater, väterlicherseits, der ist früh gestorben, den habe ich nie kennengelernt, aber das war der Künstler. Der war Maler, ja. Und der doch tatsächlich, das war der, der im Krieg mir den Schuss abgegeben hat, weil der hatte irgendwie so eine Position als Speer, ja. Das heißt, der war so in Ostende war das Niederlande oder Belgien? Ich glaube in Niederlande. Der musste halt immer so aufs Meer rausschauen und gucken, ob einer kommt. So, ne, hast halt einmal am Tag so geguckt, okay, ich glaube, es kommt keiner, ne? Gut. Und dann hat er weitergemalt. Und hat dann die Bilder an die Amerikaner verkauft in der Kriegsgefangenschaft, damit es ihm besser ging, damit er halt irgendwie mehr Zigaretten bekommt, ne? Aber soweit ich weiß, selbst der war davon überzeugt, der hatte nur nicht so sehr Lust auf dieses ganze Kriegsgetümmel, wie mein Großvater mütterlicherseits, ja? Aber genau, die haben sich da schon reinziehen lassen, eigentlich alle. Und das, was du sagst mit dieser angehenden Propagandamaschinerie, das ist vielleicht tatsächlich so ein Punkt, wo wir möglicherweise, wenn man eben diese Unterscheidungskraft besitzt in unserer heutigen Zeit, da eher davor gefeit sind, weil wir eben tatsächlich selbst recherchieren können, ja, und uns selbst ein Bild machen können von der Situation. Weil was hattest du damals für eine Möglichkeit, um dir irgendwie durchzulesen, so, weiß ich nicht, was der Stürmer schreibt oder so, wo sind hier ein paar unabhängige Quellen, ich prüfe das mal ein bisschen nach, wo das herkommt, ja, du musst ja immer nur zur Quelle zurückverfolgen, ja, und diese Propaganda, die damals eben vor allen Dingen verwendet wurde, also, weißt du, das war ja damals schon alles Rothschild und so weiter und natürlich vor allem gegen die Juden, und es ist tatsächlich so, wenn du dir diese ganzen Verschwörungsbestsellerbücher mal zu Gemüte führst, also die ersten, die da rauskamen, so Fritz Springmeier und die 13 Blutlinien der Illuminati und so weiter, das waren tatsächlich nur 5, 6 Bücher, die diese ganze moderne Verschwörungsliteratur begründen, ja. Und weißt du, wir sind jetzt ja auch alternativ in Bezug auf verschiedene Themen, ja. Aber da muss ich, auch wenn es die Leute nicht gern hören, den Leuten tatsächlich Alexander Benisch empfehlen, obwohl ich ihn als Typ nicht mag. Aber ich mag ihn als jemanden, den ich für einen, ja, guten Wissenschaftler halt auf diesem Gebiet, ja. Und der hat halt schon so diese ganzen, der ist halt diese ganzen Bücher mal durchgegangen, wo das alles so herkommt, ja. Also Rothschild hat irgendwie die Royals an der Börse abgezogen und hat ein Riesenvermögen gemacht. Weißt du, als ob du das englische Königshaus von heute auf morgen wegkriegst, ja. Doch irgend so ein Insider-Trade, also da kannst du dir vorstellen, was da passiert, weißt du. So die rücken bei dir ein und dann war es das mit dir, wenn nicht gleich mit deiner ganzen Familie wegen Insiderhandel. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist, du kannst relativ einfach belegen, dass ganz, ganz viel von der Propaganda, die die Nazis verwendet haben, Protokolle von Zion und so weiter, dass das alles auf 3, 4 Quellen zurückgeht, die alle voneinander abgeschrieben haben. Oder von Dingen, die du dir total einfach ausdenken kannst. Aber das war ja gar nicht möglich. Das heißt, was willst du machen? Das heißt, du hattest dann eigentlich nur dein eigenes Gefühl. Und wenn du da nicht sehr, sehr gut connected warst, dann war es schwierig, ne? Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille, ja. Also bevor ihr jetzt denkt so, keine Ahnung, Stefan ist total links und was auch immer. Nein, ich sehe da immer beide Seiten, ja. Das ist ja das, was wir heute versuchen wollen. Ich sehe das tatsächlich als Schurkenregime, was damals war, und ich bin froh, dass es so ausging, wie es ausging. Aber tatsächlich, weil du ja gerade schon über diese ganzen Kriege gesprochen hast, die auch vorher schon waren in Deutschland und so weiter. Das, was auch ganz, ganz offensichtlich ist, meiner Ansicht nach, ist, es wurde immer versucht, Kontinentaleuropa klein zu halten. Und ich glaube vor allem, es wurde immer versucht, Deutschland und Frankreich auseinanderzuhalten. Mehr noch als Deutschland und Russland, weil ich glaube, wir sind vom Wesen her so weit auseinander und auch von der Sprache, dass es ganz, ganz schwierig ist, da eine wirkliche Verbindung zu kriegen. Ja, weil die Russen sind einfach schon Asiaten. Aber Deutschland und Frankreich waren schon seit Karl dem Großen, das war ja mal ein Reich, ja. Das war eine riesige Kontinentalmacht.
Und 100 Jahre vorher hattest du Napoleon und hast die Deutschen irgendwie dazu gekriegt, ihren Nationalgeist zu wecken, um Napoleon loszuwerden. Und 100 Jahre später, als dieser deutsche Geist eben aufkam, hast du irgend so ein Saddam Hussein-Regime an die Macht gebracht, ja. Schlechter Vergleich, aber so ein bisschen, ja. Und dann die in den Krieg gehetzt, damit sozusagen das ganze Potenzial, was sich in Deutschland anders hätte entfalten können, auch wieder weg ist, ja. Und der Unterschied ist noch, wenn du Napoleon damals nimmst. Ich habe tatsächlich die letzte Zeit mich mehr mit Napoleon befasst. Dann merkst du so, Napoleon, der war im Gegensatz zu Hitler eigentlich ein ganz edler Typ. Also der hat hier tatsächlich so eine gewisse Gesetzgebung eingeführt. Der war kein Psychopath auf jeden Fall, ja. Und auch ihn haben sie damals, sind sie losgeworden, ja. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das kam ganz viel aus Britannien. Du hast erst versucht, das Frankreich zu schwächen, dann hast du versucht, Deutschland zu schwächen. Ja, damit dieses Empire weiter bestehen kann. Ja, damit das Reich nie endet. Und dann gibt es ja auch noch Sachen über die amerikanische Revolution, über die man reden könnte. Wo man auch weiß, so frei sind die gar nicht, wie sie denken. Ja. Mhm, ja. Ja, ich denke, also wenn wir schon bei der gerade tief in der Geschichte und der Politik drin sind, es gibt unzählige Stunden an Dokumentationen und auch an alternativen Portalen, an Werken von alternativen Portalen, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und die meisten kennen von euch die geläufige Geschichtsdeutung und ihr kennt bestimmt auch die ganzen Kontra-Geschichtsdeutungen, die dann das alles ein bisschen relativieren, was für eine schlimme Rolle Nazi-Deutschland gespielt hat dann in der Kriegsentwicklung und was weiß ich. Ich denke, wir können da relativ schnell einen Strich drunter setzen und uns lieber um diese Stimmungsgeschichten, um die ganzen psychologischen Aspekte irgendwie kümmern und auch auf die ganzen Links, die wir von damals bis heute ziehen können. Vor allem, wenn es um die Propaganda- und Medienmaschinerie geht, weil ich sehe, die hat von damals bis heute 1:1 fortgelebt und hat sich perfektioniert. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das ist jetzt mein Eindruck, nachdem ich mir auch echt so eine stundenlange Doku darüber angeguckt habe, dass sich das damals alles sehr orchestriert angefühlt hat. Ich weiß nicht, von wem ich das habe, aber ich meine, es war vom Stoner, der das mal so gesagt hat, dass in Europa hatte jedes größere Reich, hatte so seine Zeit, wo es florieren konnte. Ne? Die Portugiesen, die Spanier, die Briten, Großbritannien, dann die Franzosen und dann wäre eigentlich Deutschland an der Reihe gewesen. Wenn man sogar die Niederlande waren mal, ne? Genau, sogar die Niederlande, genau. Also überall gab es so ein bisschen mal dieses Florieren. Und wir hatten das hier in Deutschland auch so am Anfang mit diesem Kaiserreich. Aber es ist dann im Ersten Weltkrieg relativ schnell irgendwie eine Schippe reingeschlagen worden. Und das Gleiche sehe ich auch im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass man, wenn man jetzt aus der Perspektive von diesen Strippenziehern mal irgendwie schaut, war es, glaube ich, nicht dienlich, eine starke Mitte in Europa zu haben. Also keiner wollte ein starkes Deutschland, eine starke Mitte zwischen dieser West- und Ostgesellschaft. Weil eine starke Mitte kann wunderbar vermitteln und kann eine Balance schaffen zwischen diesen beiden Seiten. Wenn man jetzt aber schafft, diese Mitte bis heute übrigens zu manipulieren und im Zwang zu halten, dann ist die Kommunikation natürlich auch zwischen West und Ost eher von Aggressionen geprägt. Und das sind wir ja bis heute. Ne? Deutschland ist ja auch keine eigene souveräne Mitte, sondern es ist die ganze Zeit dieser Vasallenstaat von den Weststaaten, von der NATO, von der UN. Und ich glaube, dass ja, das oder auch nicht von beiden Seiten, irgendwie so zwischen den Stühlen, aber man ist auf keinen Fall frei. Man ist auf keinen Fall frei, man kann nicht sein eigenes Ding irgendwie entfalten und ich glaube, das Eigentliche, was Deutschland machen könnte, wäre eher tatsächlich diese geistige Überlegenheit, diese philosophische Überlegenheit und auch diese politische Überlegenheit, wenn man sich mal alte Videos anguckt vom Adenauer oder auch vom Helmut Schmidt oder sowas, das waren richtige Geistesgrößen, die sich selber, zumindest so wie ich das rausgelesen habe, auch immer als Vermittler gesehen haben, ne? Gerade zwischen diesen ganzen Staaten, die eigentlich miteinander eher Probleme haben. Und das hat man, glaube ich, einfach sehr schnell raushaben wollen, eben um diesen Konflikt dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und vor allem, ja, ich meine, alle denken immer, das Nazireich ist vorbei, aber ihr kennt ja unseren Spruch, ne? Das Reich endet nie. Und das sehe ich genauso. Es hat die ganz schlimmen Sachen, die haben bis heute überlebt. Und da sind wir immer noch alle Opfer davon. Ja, es ist so ein globales Instrument, was du immer wieder verwenden kannst. Und ich glaube eben, dass viele in der Alternative sehen noch nicht sehen wollen,
dass dieser Gruppennarzissmus, dieser Archetyp, der damals da erwacht war, dass der sie immer noch hypnotisiert hat. Weißt du, daran erkennst du ja, wie mächtig diese Magie, diese Hypnose von damals war. Deswegen habe ich auch mein Hitler-Video gemacht, weil ich das so oft noch sehe. Weil es mich persönlich langweilt, dass ich mit so vielen Menschen seit 2018 konfrontiert war, also wo ich mich angefangen habe, mich auf irgendwelche Kongresse zu begeben und so. Weißt du, und dann redest du ein paar Stunden mit den Leuten und es stellt sich halt raus, dir werden immer wieder dieselben Geschichten aufgetischt. Also du merkst am Ende des Tages, die sind einfach total rechts, ja, sagen wir, wie es ist. Und nicht konservativ, sondern tatsächlich rechtsextrem. Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll bei dem, was ich mir da immer anhören musste. Und ich kann einfach nur sagen, es entspricht nicht meinem Gefühl, dass das ein Weg ist, der uns irgendwo in eine erstrebenswerte Zukunft führt. Ja. Und ich muss mein Telegram ausmachen. Das mache ich normalerweise. Ohne Scheiß zur Ablenkung. Ich bin gerade sehr sensibel für sowas. Und diese Hypnose, die damals stattfand, ja, ich glaube eben, das, was du eben sagst, Deutschland wurde wie dieser Minderwertigkeitskomplex, der ja auf persönlicher Ebene schon sehr, sehr gut funktioniert und Leben zerstört, der wurde damals auf einer kollektiven Ebene sogar eingepflanzt. Und das ist tatsächlich etwas, was was die Leute bis heute gefangen hält, weil die Abwehr gegen so einen Minderwertigkeitskomplex ist ja immer Narzissmus, also ein falsches Gefühl von Größe, also etwas, was man dann aufbauen will, um genau das zu überdecken, diese Scham. Und ich glaube, das, was du den Deutschen damals eingepflanzt hast, ja, und hier in Bayern können wir gut gegen die Preußen wettern. Das war ja schon damals, warum die Preußen so, die konntest du gegen Napoleon aufstacheln und sogar gegen Österreich vorher schon, ja. Das heißt, du konntest denen diesen Wahn eingeben, dass Deutschland eben dieses total Militaristische in sich hat, ja. Dass wir nicht irgendwie dieses schöngeistige Leben, sondern dass wir das auf so eine komplett ungesunde Art irgendwie ausleben, ja. Und du hast Deutschland dann im Zweiten Weltkrieg eben in dieser Zeit mehr als je zuvor eingeimpft, schon im Ersten Weltkrieg, dass es eben um diese Expansion geht. Und wenn ich mir das nun vorstelle vor meinem geistigen Auge, dann frage ich mich, was wir in Russland wollen. Also das ist einfach nicht unser Land da drüben. Das war ja diese Blut- und Bodenideologie, wo du gesagt hast, oh, die 80 Millionen Deutschen, die leben hier zusammengepfercht auf so engem Raum. Wir müssen irgendwie was machen, dass wir mehr Platz haben. Aber für mich ist Deutschland tatsächlich nicht so ein Flächenland wie Russland oder so, das so viel Fläche braucht, sondern ich glaube tatsächlich, wir hatten immer die Möglichkeit, aus sehr wenig sehr, sehr viel zu machen. Deswegen hast du in Deutschland diesen wunderschönen Barock, diese wunderschöne Gotik. Italien genauso, weil wir immer schon in der Lage waren, aus dem wenigen Platz, den wir haben, im Vergleich, das Beste rauszuholen und da Schönheit zu kreieren. Schau dir die USA an, da hast du super viel Platz. Und die Nationalparks sind schön, okay. Aber die Städte, es ist einfach nur hässlich, weil es ist einfach nur groß, es ist einfach nur gigantisch. Aber da ist kein Auge fürs Detail, da ist keine Schönheit. Da ist nicht so, schon an den Waldpfaden erkennst du das, an der ganzen Weg- und Straßenführung, ja. Es ist einfach nicht mit diesem Blick fürs Detail, mit diesem Blick für, hey, wie mache ich aus wenigen Ressourcen was Gutes, ja. Ich glaube, das wird den Deutschen einfach so eingepflanzt. So, nee, es geht ja darum, möglichst groß zu sein, ne? Möglichst viel Fläche zu besitzen. Oder was auch immer. Ich glaube, es ging auch tatsächlich irgendwann aus diesem Narzissmus und aus diesem Größenwahn, ne? Ich meine, wie wir vorhin schon gesagt haben, vor dieser Nazi-Zeit war einfach so eine große Demut auf dem Volk, auf den meisten Leuten drauf. Man wollte sich wieder geeint fühlen, man wollte wieder stolz sein auf sein Vaterland. Und als dann diese ganze Maschinerie angelaufen ist, als der Krieg dann angefangen ist und es ja erst sehr, sehr gute Aussichten auch gab, man gemerkt hat, hey, das funktioniert, was wir da angefangen haben. Ne? Es funktioniert sogar sehr, sehr gut, es fließt sehr, sehr viel Geld, was auch nochmal ein eigenes Thema für sich ist. Ne? Wo kommt die ganze Kohle eigentlich her? Aber ich glaube, dann, wo die Leute schon auf dem Trip waren und der Hitler einfach nur gesagt hat, ja gut, ne, wenn es wir so geil haben, dann soll es natürlich alles so geil haben. Ne? Dann werden wir natürlich dieses wunderbare System, was wir hier geschaffen haben, natürlich auch ausweiten und allen anderen Ländern hier bringen. Ist ja klar, ich meine, es wäre ja egoistisch von uns,
wenn wir dieses wunderbare diesen deutschen Geist für uns behalten würden, ne, dann müssen natürlich alle dran teilhaben. Ich glaube, dass das auch ganz arg dazu beigetragen hat. Vor allem auch, also als ich mir das in diesen Dokus reingezogen habe, wie da die teilweise die Truppen, also da wurde eine Truppe wurde da begleitet, aus dem Grund, weil einer von den Staffelführern da, von den Jagdflugzeugen, der hatte eine Kamera dabei, ne? Der hat die ganze Zeit gefilmt. Und die haben das selber gesagt, das war für die wie so eine Art Urlaub, ne? Also er hat gesagt, Hitler hat uns die schönsten Urlaubsziele beschert. Die waren dann mal hier an der Front, haben dann ein paar Bomben abgeworfen und als sie wieder im Lager waren, hatten sie ein eigenes Bordell und sowas. Dann haben sie ihre Sachen gepackt, dann ging es halt mal an die Ostfront, dann haben sie da wieder ein paar Bomben abgelassen und sind wieder zurückgekommen. Es war für die so ein bisschen wie Urlaub, ne? Und wie ich das jetzt so nachempfunden habe, hat auch die Wehrmacht, die direkt an der Front war, auch gar nicht so mitbekommen, was dann passiert ist mit den Gebieten, wo sie gerade, also die sie gerade erobert hatten, ne? Nämlich dann, dass die SS dann gekommen ist und diese ganze kranke Scheiße abgezogen haben. Das haben, soweit wie ich das jetzt rausgelesen habe, viele von den Wehrmachttruppen erst später erfahren, ne? Weil klar, die Kommunikation ist natürlich auch nicht vielleicht die beste war oder auch nicht so gewollt war. Nee, klar, das waren schon diese Einsatzgruppen. Also die meisten in der Wehrmacht waren, das weiß ich auch von meinen Großvätern, haben tatsächlich versucht, diese Soldatentreue zu erfüllen. Ja. Das ist eben das Gefährliche, dass das Militär ja immer so aufgebaut ist, dass du denkst, du kommst irgendwo deiner Pflicht nach. Es ist so was ganz komisch Saturnisches, weil das verstehen wir beide ja. Es ist ja ein schönes Gefühl, seine Pflicht zu erfüllen. Nur deine Pflicht wird dir irgendwo aufoktroyiert von etwas, was nicht aus deinem eigenen Herzen kommt, sondern von woanders. Also es ist praktisch, dir wird ein Sinn gegeben, den du selber nicht findest. Ja? Das ist die ganze Magie des Dritten Reichs. Deswegen habe ich ja in meinem Video auch gesagt, Hitler hat so viel über Vorsehung, über Schicksal geredet. Es war praktisch wirklich, um dir das abzunehmen, um dir diese Bürde abzunehmen, diese letztendlich gnostische Bürde. Diese Bürde, dass du irgendwie zu dir selbst findest, dass du selbst deinem Herzen näher kommst, dass du nach innen schaust. Nein, ich nehme es dir alles ab. Ich kann dir genau sagen, so und so schaut's aus. Es ist sowieso alles vorherbestimmt. Wir müssen nach Stalingrad. Hier ist dein Soldatenpass. Los geht's. Ja, es ist alles. Es wird alles für dich orchestriert. Es wird alles für dich erledigt. Ja, das war die ganze Magie daran. Ja, und ja. Das ist eben das Problem, dass man dich damit echt kriegen kann. Dass man dir sogar erzählen kann, du erfüllst deine Pflicht. Weil es ja grundsätzlich etwas sehr, sehr Schönes ist, wenn es die richtige Pflicht wäre. Was du in Hitler auch sehen kannst, in seinem Horoskop und in seinem Human Design, der Typ hatte einen unglaublichen inneren Kampf, ein unglaubliches inneres Feuer. Und das war auch für die Reden tatsächlich wichtig. Das Problem ist, dieser Kampf hatte kein wirkliches Ziel. Also du kannst dir Hitler wie so jemand vorstellen, der hatte die ganze Aggression, aber die ganze Aggression war nicht wirklich auf ein Ziel ausgerichtet, das auch tatsächlich erreichbar wäre. Oder das muss dann schon sehr illusorisch sein. Weil die Leute denken ja immer, das ist so eine dieser großen Fehlannahmen, ja, bei denen, die jetzt das irgendwie relativieren wollen oder denken, es wäre besser gewesen, wir hätten gewonnen. Die denken sozusagen, da hätte es irgendwie dieses tausendjährige Reich gegeben und Deutschland hätte diesen Platz an der Sonne gehabt. Aber das funktioniert nicht mehr zu einem Guru-System. Ja? Also, was machst du denn, wenn der Führer tot ist? Das war ja alles so aufgebaut, dass es nicht funktionieren konnte. Mit dieser Figur Hitler wäre auch alles zusammengebrochen. Spätestens, wenn der gestorben wäre, wäre das wie in so einem Erbschaftsstreit. Dann zerstreiten sich diese ganzen SS-Brigadegeneräle und dann war's das. Das war niemals so angelegt, dass das langfristig funktioniert. Deswegen musste es auch dann so schnell diesen Krieg geben, weil das die einzige Möglichkeit war. Auch um die Verschuldung irgendwie in den Griff zu kriegen. Das sind ja alles diese Dinge, wenn du eben nicht die Mühe machst, dich mehr damit zu beschäftigen als mit irgendwelchen Blogs im Internet. Ja, du musst dich halt wirklich dann mal damit beschäftigen, wie war das finanziert, wie lang wäre das gut gegangen, wie war denn die Bilanz von den Nazis und so weiter. Natürlich haben diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und so erstmal funktioniert, aber das kannst du nicht ewig am Laufen halten. Das war sehr, sehr begrenzt und deswegen musste auch der Krieg kommen. Ja? Aber im Endeffekt, das war, von Hitlers Seite siehst du ganz klar, dass das letztendlich ein reiner Ego-Trip war. Ja. Tatsächlich ein rein narzisstischer Ego-Trip,
dann aber ausgeweitet auf das Kollektiv, auf die ganze Nation, weil Hitler eben schon diese Gabe hatte, für die Nation zu sprechen, also sich selbst aufzugeben. Das hat er tatsächlich gemacht. Das heißt, Hitler ist jemand, den du nur bemitleiden kannst, wo du nur sehen kannst, die Person Hitler gab es nicht mehr. Das hat C.G. Jung auch so gesagt. C.G. Jung hat ihn ja einmal persönlich getroffen bei so einer Veranstaltung, wo gerade, das war zu der Zeit, wo die Tschechoslowakei annektiert wurde. Und da hat Jung Hitler aus nächster Nähe beobachtet. Er war relativ weit vorne gestanden. Und er hat gesehen, dass es wie so ein, das ist wie so ein Schauspieler. Also er hat gemerkt, die Person Hitler existiert nicht. Du kannst den überhaupt nicht greifen, den Typen. Das ist wie, als greifst du ins Leere. Weil der sagt sozusagen, der kommuniziert die kollektive Emotion, die gerade in den Deutschen schlummert. Und das war damals vor allem Verbitterung, Wut und Aggression. Ja. Aber so ihn gab es nicht. Ja. Aber das kannst du, was er mal war oder hätte sein können. Das kannst du den meisten Leuten damals vorwerfen. Wenn du mal siehst, wie diese Geisteshaltung war, da war für Gefühle, für tiefere Gefühle überhaupt gar kein Platz. Ne? Also die größten Gefühle, die Leute da hatten, war so ein Gefühl für Disziplin und Ehre und sowas, aber so richtig tief emotional reingehen, das war da einfach nicht in der Tagesordnung. Ich glaube, sonst hätten viele Sachen auch gar nicht so passieren können. Also ich würde mich auch, ich persönlich hänge mich auch gar nicht so arg an dem Hitler auf und investiere auch gar nicht so viel Energie, die zu analysieren, weil für mich ist und bleibt er eine Marionette. Er ist nicht der Führer, der alles orchestriert, und er ist auch nicht der Massenmörder. Ich glaube, dass Hitler keinen einzigen umgebracht hat, was ihn jetzt irgendwie nicht verharmlosen sollte. Ne? Aber ich glaube, man sollte schon einfach die Butter bei den Fischen lassen. Ne? Wer die Leute umgebracht hat, waren die Leute umgebracht haben. Aber nicht diese Leute, die an der politischen Riege waren. Ne? Ansonsten könntest du auch sagen, Olaf Scholz ist ein Massenmörder oder Barack Obama oder was weiß ich. Keiner von denen war im Irak oder sonst irgendwo und hat irgendwo hingeschossen. Und trotzdem könntest du denen das Gleiche vorwerfen, was du dem Hitler vorwirfst. Für mich war er einfach nur eine riesengroße Marionette. Und ich glaube, dass damals einfach ganz viele Räder perfekt ineinander gegriffen haben. Du hast zum einen das, was wir vorhin hatten, diese Propagandamaschinerie, die in ihrem ersten großen Einsatz über auch medial die Leute einfach unvorbereitet getroffen hat, einfach wirklich direkt in den Rücken getroffen hat, und die konnten sich nicht wehren gegen diese Qualität an Informationen, die in sie reinströßt, diese Bilder auch, ne, das muss die Leute einfach genommen haben, wie ein Kind, das zum ersten Mal einen Actionfilm sieht, wow, krass, groß da, Terminator, was weiß ich, ne, das zündet einfach eine Flamme in dir an. Das ist die eine große Säule, die ich da sehe. Die andere große Säule, die eigentlich die größte Säule ist und die sich bis heute noch trägt und das größte Leid trägt, ist die Industrialisierung und die Technokratie. Ohne diesen riesengroßen technischen und wirtschaftlichen Aufschwung, den es damals gab, vor allem durch die Kriege, wäre das nie möglich gewesen. Und dieser Apparat, und ich glaube, das hat Huxley auch schon ganz groß gesagt, ne? Also der Mensch hat irgendwann die Kontrolle verloren über diese ganzen Erfindungen. Er hat die Kontrolle verloren über diese Maschinen. Es gab niemals irgendwie einen größeren menschlichen Apparat, der das versucht hat, unter Kontrolle zu bringen, irgendwo einen Technikrat oder sowas wie ein Ethikrat oder sowas, ne? Der sich immer wieder die Frage gestellt hat, okay, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Webstühlen? Was machen wir jetzt mit dieser Erneuerung, mit diesem Profit oder auch mit der gewonnenen Arbeitskraft? Was machen wir jetzt damit? Ne? Das ist aber alles wie so ein Selbstläufer und hat sich dann durch diese Militarisierung einfach in diesen ganzen furchtbaren Kriegsmaschinen niedergeschlagen. Und wenn man sich da mal reinliest, was es da für eine Vielfalt gegeben hat, eine Vielfalt an Schusswaffen, an Artillerie, an Panzern, an allem Möglichen, das ist eigentlich dieses. Es ist fast schon, es ist die schrecklichste Kunst, es ist so HR-Giger-Kunst irgendwie, was da abgegangen ist. Und das fasziniert bis heute ja auch noch so viele Menschen, was da eigentlich möglich war an Handwerkskunst. Das ist für mich eigentlich auch die größte Säule, dass das alles mitgetragen hat. Und die letzte Säule ist so ein bisschen dieser Atlantis-Komplex, dieses goldene Reich, das dann irgendwann, also das dann im Falle des Nazi-Deutschland ganz schnell wieder zu seinem Fall hinübergezogen war, wenn man mal diese Analogie nimmt. Ne? Also am Anfang hast du dieses wunderbare hohe Hochreich, diese Hochkultur, ne? Kunst, Wissenschaft, Philosophie, alles geht sehr, sehr hoch, Politik geht sehr, sehr hoch, und irgendwann kommt dann dieser Verfall, und das ist da einfach sehr, sehr schnell passiert. Und ich glaube einfach, man muss diese ganze Nazi-Zeit als einen riesengroßen Speicherpunkt des Schicksals sehen. Weil, also ich kann es sonst nicht anders sehen. Es ist nicht nur rein orchestriert und von Strippenziehern gemacht. Das natürlich auch. Das ist eine riesengroße Säule von dem Ganzen. Aber
der Zeitgeist hat es zu dem allen geführt und hat es perfekt reinfließen lassen. Und also ich glaube, so kann man das dann auch irgendwie auch stehen lassen, als was hat passieren müssen, was einfach hat passieren müssen und woraus hoffentlich die ganze Menschheit mal lernt. Dieser totale Overkill. Ja, da hast du jetzt natürlich sehr, sehr viel gesagt. Einerseits gebe ich dir recht, finde ich deine Beobachtung interessant, dass man Hitler vielleicht auch nicht überbewerten sollte. Andererseits hat er schon eine besondere Rolle insofern, als dass ganz wenige andere dieser perfekte Channel sein konnte. Also das, was du in seinen Reden siehst, ist halt wirklich ein relativ perfektes. Er war ein perfekter Kanal für diese Emotion und das ist wie, also es gibt nur wenige Ausnahmeschauspieler oder Sänger, die sehr, sehr gut sind. Und da wäre es praktisch schwer gewesen, diese Person Hitler zu ersetzen. Deshalb war er in dieser Position und deswegen glaube ich auch, dass das Reich nach seinem Tod relativ schnell in irgendeiner Form zerfallen wäre. Ja, ja, es weil hat nicht das Dynastie gebraucht, um das weiterzuführen. Irgendeine Form von Dynastie. Genau, richtig. Aber ja, genau, entweder so eine Form von Dynastie oder dass du tatsächlich so ein, ja, du hättest wirkliche Werte schaffen müssen. Also Leute, die halt charakterlich integer sind, ja, keine Gurus. Und das hattest du aber nicht, sondern du hattest bloß diesen komischen Apparat von Leuten, die entweder totale Sklaven Hitlers waren oder vielleicht irgendwie selbst der Guru sein wollten. Insofern. Und was waren diese drei Säulen, die du gerade nochmal genannt hast? Also diese drei Schicksalssäulen, die zu diesem Ereignis geführt haben, zu dieser ganzen Zeit. Zum einen diese mediale Propagandamaschinerie, die wunderbar funktioniert hat. Dann hast du diese Industrialisierung, diese Technokratie, die dazu beigetragen hat. Natürlich muss man auch diesen geschichtlichen, historischen Kontext sehen. Der hat ja einfach auch wie eine gerade Linie. Ne? Dieses ganze Militarisierte musste irgendwann, also wenn der militarisierende männliche Geist vorherrschend ist über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, na, dann kann das doch nur irgendwann mal zu einem riesengroßen Krabum führen. Also das ist, also wenn man immer den Leuten, die nach Krieg schreien und die aufrüsten, wenn man denen das Ruder überlässt, na ja klar, dann werden die sich irgendwann mal auch kloppen. Das sind sogar mehr Säulen eigentlich, ne? Ja. Und was war die dritte? Technokratie, die Geschichte, der Propagandaapparat und einfach auch dieser Atlantis-Komplex, ne? Also da bin ich wieder rein. Der Atlantis-Komplex, genau. Bei diesen rein großen Rädern, die sich drehen, das ist echt Schicksal. Ja, weil ich fand tatsächlich auch die zweite und die dritte finde ich interessant. Einerseits diese Technokratie, also diese Urbanisierung und die ganze Industrie, die ja von den Anglos kam und wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die wirklich zum deutschen Wesen passt. Einerseits nämlich schon, weil die Deutschen diese Gabe haben für Ingenieurskunst. Ich glaube, die Geschwindigkeit war eine verkehrte. Das Problem an der ganzen Industrialisierung ist, dass sie viel, viel zu schnell kam. Weil der Fortschritt ist etwas Natürliches. Und so sehr man hofft, dass wir uns von gewissen Explosionstechnologien vielleicht wegentwickeln werden, sehe ich doch, dass es möglicherweise ein wichtiges Level war, das man einmal erreichen musste. Aber die ganze Geschwindigkeit dieser Industrialisierung, die war halt die verkehrte. Und absolut nicht im Einklang mit der Natur und auch mit dem Menschen, der ja nur das komplexeste Wesen ist, das die Natur hier auf diesem Planeten hervorgebracht hat. Ja. Deswegen, ich glaube einfach, es ging viel, viel zu schnell, ohne dass ich jetzt den Wert der Industrialisierung als Ganzes in Abrede stellen will.
Inwiefern diese Großstädte gesund sind, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Da bin ich tendenziell tatsächlich bei Spengler, der sagt, dass Urbanisierung die Gesellschaft zerstört und homogenisiert. Und erst durch diese Homogenisierung ist ja so ein Massenwahn überhaupt möglich. Und dann, das, was du mit Atlantis gesagt hast, das finde ich insofern spannend, weil da glaube ich, weißt du, dieser ganze Gigantismus und diese mediale Propaganda, die stattgefunden hat und das, was du hier mit Atlantis sogar noch reinbringst, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der dazu führt, dass die Leute nach wie vor noch so hypnotisiert sind und vor allem die, die irgendwo unterbewusst oder nicht ganz so unterbewusst damit sympathisieren, weil sie nach wie vor das Gefühl haben, so hey, da wurde irgendwie so ein ganz großer Krieg geführt, so ein ganz großer Kampf, weißt du, wie die Menschen gegen die Orks, ja, und das Gute, die Menschen hätten damals irgendwie siegen können, ja, also da ist wie so eine Geschichte von, du siehst, in was für einem System wir jetzt leben und dieses ganze, dieser finanzielle Komplex, ja, der nicht erst seit 2008 sein wahres Gesicht offenbart hat und du siehst eben diese Welt und denkst, da war möglicherweise mal so eine Form von Rebellion. Und weil du denkst, das war eine Gegenbewegung gegen das, was wir jetzt haben, neigst du dann dazu, ins andere Extrem zu driften. Und das ist eben genau die Gefahr. Und da sehe ich eben die Verantwortung der Deutschen. Ich sehe die Verantwortung der Deutschen tatsächlich da, sich wirklich tiefgehend mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht nur durch sorgfältige Quellenarbeit, ja. Perplexity kann ich euch zum Beispiel empfehlen. Das ist so eine AI, die auch Quellen ausspuckt, ja. Aber das nur am Rande. Nicht nur durch sorgfältige Quellenarbeit, sondern auch dadurch, dass man vor allem in sein Inneres geht und das emotional versucht nachzuempfinden, was da vorgefallen ist. Und das ist sogar der Weg, der noch viel, viel wichtiger ist als irgendeine Form von Quellenarbeit, die eben über BitChute und YouTube und die ganzen Kanäle hinausgeht. Weil man dann tatsächlich in seinem Inneren diese Schatten findet, diese Archetypen, diese psychologischen Mechanismen, wie das funktioniert hat. Und einem dann meiner Ansicht nach klar werden muss, was für ein krankes System das Dritte Reich war. Oder dass das Dritte Reich im Endeffekt das war, wozu dieser ganze ungesunde Geist vorher schon führen musste, irgendwann. Also im Extrem dann, beschleunigt durch die ganze Technisierung, die du ja ebenso schön beschrieben hast. Ja, Mann, ja, genau. Ich würde sagen, lass uns eine kurze Music Break machen. Und dann ein bisschen mehr auf die Wirkung eingehen, auf die, ja, die bösen Kinder, die daraus entstanden sind, die uns bis heute erhalten geblieben sind und Sachen, ja, die uns vielleicht auch persönlich beeindruckt haben. Ich meine, wir beide haben bestimmt auch gewisse Gelände gesehen, gewisse Gebäude gesehen und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr über diese vielleicht auch magische Wirkung reden, die das Dritte Reich auf die Menschen hatte und die sich bis heute zunutze gemacht wird. Ja, lass vielleicht zunächst mal noch über das Magische reden. Das ist ganz interessant. Da habe ich noch ein, zwei Punkte. Aber ja, sehr gerne, lass das so machen. Alles klar, Leute. Dann kurze Verschnaufpause. Der Chat, der kocht hier ja auch heiß drüber. Ne? Seid lieb zueinander. Aber ich denke, das verhält sich alles, befindet sich alles noch im Rahmen hier. Ich komme mit Lesen gar nicht hinterher. Ja, deswegen erstmal ein bisschen was zum Entspannen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Zurück. Das war Bella Morte mit Fall No More. Und vorher haben wir Düse gehört. Ja, ein bisschen Auflockerung. Es geht jetzt weiter mit unserer Analyse des Dritten Reiches, vor allem aus magisch-massenpsychologischer Perspektive. Ihr kennt uns, wir machen das gern ein bisschen anders, weil wir wollen nicht das wiederholen, was andere bereits tausendmal gesagt haben, egal von welcher Seite, sondern ja, das Feld mit neuen Gedanken befruchten, auch wenn nichts wirklich neu unter der Sonne ist. Apropos Sonne, ich habe soeben in den astrologischen Transit geschaut, wir haben gerade Mond-Neptun-Konjunktion im Fisch, ja, auf den letzten Graden des Fisches und Mond-Neptun ist zufälligerweise genau das, was
das Dritte Reich beschreibt. Ja, der Neptun ist ja immer der Schleier, also das, was du nicht ganz klar siehst. Der Mond ist die Emotion, die den Schleier nochmals verstärkt. Das heißt, Mond, Neptun in Konjunktion ist die maximal mögliche Illusion. Ja, in diesem Sinne, gedenken wir kurz allen, die jetzt gerade geboren werden, die sind entweder unglaublich spirituell oder werden unglaublich starke Alkoholiker oder beides. Du hast dann immer beide Optionen. Aber das ist auch das Dritte Reich für mich tatsächlich. Mond, Neptun. Also es ist einfach dieser Schleier. So, du siehst nicht, was wirklich gespielt wird. Du bist einfach mitgerissen von diesem neptunischen kollektiven Feld und von deiner Emotion, deinen Begierden, dem Mond. Ja, gibst dich dem hin, dieser Hypnose. Und das ist eben das, was passiert ist, was C.G. Jung auch über Hitler gesagt hat. Deswegen ist diese Person für mich schon wichtig und zentral. Ich weiß, es gibt dieses Bild von, das waren alles Marionetten. Und bezüglich den Leuten, die das aufgebaut haben, muss es irgendwelche Verbindlichkeiten gegeben haben. Und dennoch glaube ich, dass innerhalb des Dritten Reiches Hitler definitiv eine wichtige Funktion hatte. Und er war ja laut C.G. Jung tatsächlich auch der Schamane. Also das, was C.G. Jung eben gesagt hat, ist, dass es zwei Formen von Anführern gibt. Weil er hat damals Hitler und Mussolini zusammen gesehen. Und Mussolini war eben dieser klassische Alpha. In der Sprache der Jugend würdest du heute sagen, ein Chat oder ein Giga-Chat. Ja? Mussolini war so dieser Giga-Chat, dieser klassische Alpha, der einfach auch sowohl von der körperlichen Statur als auch von dem, wie er gesprochen hat, dieser maskuline Macho schon fast war, ja. Und Hitler war eben ein ganz anderer Archetyp. Hitler war so total ungreifbar, hatte so einen total verträumten Blick, hatte dann schon seine Ausbrüche, aber irgendwie war er nicht so ganz da. Das heißt, laut Jung war er eher dieser Archetyp des Schamanen. Und deswegen hattest du diese ganze Magie, die da in der Luft lag, ja. Ich bin mir selbst nicht sicher, wie tief die Spitze der Nazis in der ganzen Esoterik drin war. Weil das, was du belegen kannst, ist natürlich, es gab dieses Hotel Vier Jahreszeiten, in dem die Thule-Gesellschaft damals in München gegründet wurde. Du hattest Baron Sebottendorf und so ein paar wichtige Leute, die sich da immer getroffen haben. Hitler wohnte damals in München, du weißt aber nicht, wie oft er bei diesen Treffen war. Bei Frill-Gesellschaft und so wird es dann nochmal schwieriger, da hast du gar nicht Beweise, dass es sowas überhaupt gab. Ja? Das, was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass du so eine okkulte Salonkultur hattest, wo du einfach mit irgendwelchen Symbolen, wie zum Beispiel mit der Swastika, in Kontakt kamst. Und die Nazis hatten aus irgendwelchen Gründen eine unglaublich gute Intuition dafür, welches Symbol Macht in sich trägt. Sie hatten ein Gespür für Macht, ja, vor allen Dingen Hitler, weil er ja seinen Schatten ausgelebt hat. Also Hitler wäre ja eben dieser Künstlertyp gewesen. Auch das hat Jung brillant analysiert und man sieht es im Horoskop. Der war eigentlich ein Künstler. Und wenn ein Künstler aber verletzt wird in seinem Selbstwert, ja, und nicht gesehen wird als Künstler, dann kannst du in diesen Machttrip kommen, ja. In genau das, was dann dieser Schatten ist und so weiter. Ja? Und Hitler hat sich dieser Macht tatsächlich hingegeben. Das ist auch, warum er dann später keine wirklich sexuellen Beziehungen mehr hatte, soweit man das weiß, weil es ist ja klar, wenn du diese Kraft sammelst, dann kannst du die anders kanalisieren. Das ist genau dieser Machttrip, wo es irgendwann dann nichts anderes mehr gibt. Ja. Aber letztendlich, und das ist die Quintessenz hier, Hitler war dieser Archetyp des Schamanen. Ja. Und deswegen hat diese Dramaturgie vor allem im Zusammenspiel mit ihm so gut funktioniert. Weil es war einfach alles stimmig. Ja. Es war ein sehr, sehr mächtiges Bühnenbild. Es war ein Bühnenbild, was dich tatsächlich hypnotisiert, was dich fast alkoholisiert, was dich in einen Drogenrausch versetzt. Und das ist nochmal das, was eben dieses deutsche Dritte Reich unterschieden hat von irgendwelchen Diktaturen wie Mussolini. Ja. Auch das, was Stalin gemacht hat, war sehr, sehr beeindruckend und dennoch hat es nicht diese durchschlagende Wirkung, weil du hast eben das Gefühl beim Dritten Reich, dass die ganze Welt bis heute davon fasziniert ist, irgendwie wie so hypnotisiert. Also wenn du im Ausland über irgendeine Diktatur mit den Leuten spricht, es kommt ja immer auf die Nazis, ja. Da spricht keiner irgendwie über Mao Zedong oder über Stalin oder über das Regime von Pol Pot oder so, ja. Sondern das ist dann immer nur so ein Unrechtsregime und so, ne, irgendwie unter ferner Liefen. Aber die Nazis sind das Thema. Also das ist das, womit sich die Leute irgendwie beschäftigen, weil sie so gebannt sind
von diesem Bühnenbild von damals, weil da alles einfach gepasst hat, ne? Das war wie so ein, es war in seiner perversen Schönheit perfekt. Ja. Ja. Ich glaube einfach, dass sie so diese Marke gesetzt haben, ähnlich wie es jetzt zum Beispiel große Rockbands getan haben, ne? Die waren einfach die ersten, die da waren und alle gucken darauf, obwohl es zigtausende, hunderttausende gute Rockbands gibt, auch heutzutage. Aber die könnten nie wieder so groß sein wie die Beatles oder die Rolling Stones, weil die damals einfach diesen ersten großen Step gemacht haben. Ja, aber sie waren eben nicht die ersten. Weißt du, Mussolini war ja 10 Jahre früher. Ja, aber es ist nicht so, dass die Deutschen mal zu spät dran sind. So wie sie es gemacht haben, waren sie die ersten. Mit dieser riesen Propagandamaschinerie, mit diesen Säulen, die ich dir vorhin auch genannt habe. Dann auch mit diesem Anspruch an Theatralik, ne? Wenn man mal guckt, was Albert Speer mit Hitler dafür Pläne hatte, was der aus Berlin machen wollte. Die wollten da beim Potsdamer Platz, die wollten das alles komplett umgestalten in einer Größe, und das hat Hitler selber so gesagt, es sollte größer sein als Gizeh. Ne? Und die meisten von euch wissen, wie groß Gizeh wirklich ist. Ne? Da geht es nicht nur um die großen Pyramiden, da geht es auch um dieses Plateau. Ne? Und das wollte Hitler auch machen, ein riesengroßes Plateau, also man wollte einfach was für die Ewigkeit setzen, auch wenn es jetzt vielleicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht für die Ewigkeit gedacht war oder nie hätte es so richtig funktionieren können, allein schon vom Finanziellen her, war dieser Grundgedanke doch da, ne? Und das haben sich, glaube ich, davor in diesem Ausmaß hat es sich das bisher keiner so richtig getraut, und auch mit diesen Mitteln. Wobei, ach, Napoleon und so, da ging schon auch alles ab. Die haben auch große Bauwerke und sowas hingesetzt. Aber mit diesen Mitteln und mit dieser Industrie im Rücken und mit dieser Propagandamaschinerie im Rücken hat es, glaube ich, so bisher keiner noch gemacht. Und deswegen ist es so ein Zeichen in der Zeit. Ne? Deswegen, wenn du an Diktatur denkst, dann denkst du direkt hier an die Deutschen, an Hitler, an das Nazireich. Ne? Weil das Jüngste ist, was wir noch so kennen, was so krass funktioniert hat. Und auch dieses Destruktive, dieser Vernichtungsapparat, dieses riesengroße Leid, dieses Tor muss ich jetzt einfach kurz mal aufstößen. Wir alle kennen die Bilder. Wir alle kennen die Bilder. Und es ist, du kannst die Bilder heutzutage auch finden. Ne? Du musst nur mal in den Nahen Osten gucken oder das, was in China abgeht mit den Uiguren und sowas. Ne? Da findest du ähnliche Bilder, was da abgeht. Aber das war damals einfach auch medial mit den Fotos einfach ein Novum. Das hat sich in die meisten Leute so stark reingebrannt und hat auch schicksalsmäßig so arg eine Marke hinterlassen, dass es bis heute einfach auch ein Mahnmal sein muss. Ja, es ist krass, das als Marke zu bezeichnen, aber ich verstehe, warum, wie man auf den Gedanken kommen kann. Weil es ist tatsächlich einer der Gründe, also außerdem, was du eben mit Germania und Berlin und dieser Halle des Volkes und so richtig angedeutet hast, ja klar. Andererseits muss man eben sagen, die haben das eigentlich alle versucht, weißt du, diese Militärparaden, die gab es ja auch unter Mussolini und Stalin und Mao Zedong, und trotzdem haben die Nazis so einen Stil, so eine Ästhetik gefunden, die eben so perfekt war irgendwie, dass es mehr Anklang im kollektiven Feld gefunden hat als alles andere, oder dass die Erinnerung einfach viel, viel mehr gespeichert ist. Und das andere, ja, dieser ganze Totenkult, ich glaube, das ist eben auch ein ganz wichtiger Grund, warum diese Faszination so da ist. Weil das ist was du sonst nirgends findest. Ja, also, weil auch mit dieser Totenkopf-Symbolik hat der DSS und andere Gruppen, die haben da ja ganz, ganz viel damit gespielt. Ja, und wenn du das jetzt so in der Retrospektive betrachtest, was generell der Zweite Weltkrieg für ein tragisches Event war mit 60 Millionen Toten, der aber irgendwo, weißt du, das ist auch so einer der Punkte, wo ich finde, schau dir einfach mal nur die Originalquellen an. Also lese mal diese Original-Hitler-Reden durch und dann sag mir, dass es nicht offensichtlich war, dass das auf Krieg hinausläuft. Das ist einfach das, wo wirklich dieser neptunische Schleier funktioniert hat, wo ich sage, da kann ich dir am besten Willen nicht helfen. Also wenn du da nicht weißt, wo das hinsteuert, und das wussten auch meine Großeltern, also das haben sie mir gesagt, so, du wusstest vielleicht nicht das, was die Einsatzgruppen machen, aber du wusstest, dass der Krieg kommt. Also das wolltest du damals, ja, das kannst du mir nicht erzählen, ja. Und ich glaube, das ist auch das, wovon die Leute im Nachhinein so irgendwie beeindruckt, hypnotisiert sind, weil es das in unserer heutigen Welt nicht mehr gibt, diesen Totenkult. Also weißt du, das ist ja eben das, wo
wo ich auch den Gnostizismus sehe, und zwar so eine ganz gefährliche Strömung des Gnostizismus, dass du da irgendwie Leute hattest, denen ist das Leben total egal. Das ist denen wirklich scheißegal. Also die lassen da einfach Millionen Menschen in den Tod rennen. Du hast wirklich so diese Heiligkeit des Lebens, es wurde irgendwie komplett vergessen. Und du hast wirklich das, was man letztendlich nur mit Ägypten vergleichen kann. Ja, diesen Totenkult, wenn auch auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, das ist so auch wieder pervers faszinierend für die Leute, dass sie sich denken, sowas gab's mal, das ist ja komplett irre, ne? Also, dass du irgendwas hast, du kannst dich ja heute keiner Organisation anschließen, wo irgendwie der Tod glorifiziert wird oder so, ja? Also vielleicht noch irgendwelche Drogenbanden in Mexiko, die Santa Muerte anbeten, aber sowas gibt's ja nicht. Ne? Und das übt dann so eine eigenartige Faszination auf dich aus. Also das ist so ähnlich wie mit der Atombombe. Du weißt, es ist eine Massenvernichtungswaffe, aber irgendwas ist da im Menschen, was fasziniert ist von dieser reinen Gewalt, ne? Von dieser Technik. Von diesem, ja. Von diesem, wie kann das überhaupt sein, ne? Ja, definitiv. Ich glaube auch. Weißt du, es ist wie so ein Massenmörderphänomen. Damit kannst du es vielleicht noch vergleichen. Weil du weißt, es gibt auch so, es ist ja wie so eine, ja, auch tatsächlich so eine total kranke Bewegung um Massenmörder entstanden, ja. Also einerseits in Amerika, dass die Massenmörder sich alle kopiert haben und dass du jetzt die letzten Jahrzehnte diese ganzen Netflix-Serien über Massenmörder hast, ja. Wo Leute wirklich so das als Fans betreiben, dass sie sich mit irgendwelchen Massenmördern beschäftigen. Wo du dir auch denkst, so warum, ne? Also das zieht sich ja eigentlich nur runter. Aber das ist eben dieser Magnetismus, ne? Dieser Magnetismus des irgendwie Sinisteren. Ja, ich glaube, man versucht das auch, es ist ja zum Teil auch diese Retraumatisierung und ein Versuch, das zu verarbeiten. Es ist so ein kindischer, naiver, unbewusster Prozess, wenn man sich so Horrorgeschichten anzieht oder diese ganzen Kabel-1-Serien, die dann irgendwie ab 10 losgehen, Autopsie und was weiß ich alles. Und alles dient, glaube ich, dazu, dieses Erlebnis wiederzuerleben und dadurch zu verarbeiten, was ganz natürlich so ein Drive ist. Mal ganz abgesehen von diesen ganzen politischen Bewegungen und von diesem ganzen künstlichen Menschengemachten, will das Leben sich ja immer wieder selbst verarbeiten und selbst verdauen. Und ich habe das Gefühl, dass auch ein riesengroßes Problem bis heute ist, warum dieses Dritte Reich-Thema immer noch so polarisiert, was wir jetzt auch hier im Chat sehen, weil es immer so einzeln gesehen wird. Ne? Man sieht so diese Nazi-Zeit, diese Dritte Reich-Zeit und darauf projiziert man diese ganze Gräueltaten. Aber ich finde, man muss das einfach in einem viel größeren Kontext sehen. Ne? Du hast hunderte Jahre Krieg davor, Kriegsmaschinerien. Du hast hunderte Jahre Gräueltaten, die auch schon stattgefunden haben. Du hast das, was in den Konzentrationslagern vor dem Dritten Reich schon passiert ist in Polen. Du hast das, was danach noch passiert ist, was die ganzen Alliierten auch für eine Scheiße gebaut haben. Das gehört alles. Die Engländer haben das erfunden, das weiß man. Genau, aber gab es ja davor auch schon, ne? Arbeitslager, ja. Sklavenlager. Es ist ein alter Schuh, ne? Die Deutschen haben es natürlich echt in Anführungszeichen auf eine perverse Art perfektioniert und haben diese, also so kalt und gefühlslos, echt, also da kann man ganz leicht auch in diese reptiloiden Geschichten reintauchen, weil man es einfach mit seinem normalen menschlichen Verstand nicht nachvollziehen kann. Das geht auch mir so. Jetzt nach diesen Stunden Doku, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie so viele Leute sowas machen können. Aber man kann es auch nicht einfach alles auf dieses Dritte Reich projizieren. Sowas hat davor stattgefunden, das haben alle gemacht, egal welche Völker, egal welche Denke, egal ob Links- oder Rechtspolitik, egal welche Religion, sowas hat überall immer irgendwie stattgefunden. Und sowas hat bis heute auch noch stattgefunden. Sowas findet bis heute auch noch statt. Du musst nur die Kameras an den richtigen Stellen anmachen und du findest die gleichen Bilder. Du findest genau die gleichen Bilder. Vielleicht nicht in diesem dramatischen Ausmaß, wie es uns geprägt hat mit diesen ganzen Bildern aus den KZs oder auch von der Front, wie da die ganzen Leichen überall rumlagen. Aber es passiert ja trotzdem die ganze Zeit. Und das ist die Gefahr, die ich darauf sehe, dass man alles da dem Dritten Reich und den Nazis auf die Schulter packt. Weil dadurch werden die ganzen Leute, die das davor betrieben haben, auch die ganzen Alliierten, die das betrieben haben und die das bis heute noch betreiben, finde ich, irgendwie ein bisschen aus der Schuld genommen. Ne? Es ist das Schicksal von uns Menschen. Es ist unsere Vergangenheit, dieses Martialische, dieses Destruktive und auch dieser Totenkult, dieser Hang dazu, uns irgendwie doch alle komplett selbst auszulöschen. Das steckt irgendwie in uns drin. Und es kann nicht damit abgetan sein, dass wir sagen, oh gut, es ist halt im Dritten Reich alles passiert, wir haben das jetzt irgendwie überwunden und jetzt stehen wir halt da. Nee, Bullshit. Diese Industrialisierung hat bis heute
schreitet bis heute voran und hat genau den gleichen Effekt auf uns. Die Propagandamaschine aus dem Dritten Reich hat bis heute Bestand und hat genau den gleichen Effekt, wahrscheinlich sogar noch einen schlimmeren Effekt auf uns. Und ich glaube nicht, dass wir davor gefeit sind, dass sich sowas nicht wiederholen könnte. Genau aus dem Grund, weil die Leute immer noch einen Buhmann suchen und sich nicht einfach vor Augen führen, dass damals Menschen waren genauso wie wir, mit ihren Schicksalen, mit ihren Leiden, mit ihren Sorgen, und sowas kann sich ganz leicht instrumentalisieren lassen von den Leuten, die irgendwie Geld oder Macht haben. Ja, klar, natürlich. Also allein dieses ganze Lagersystem, die Engländer haben das erfunden. Die Engländer mit ihrem Reich, wo die Sonne nie untergeht. Das ist ja, schau mal, die Engländer hatten ja immer ungefähr halb so viel Bevölkerung wie Deutschland und konnten damit die halbe Welt unterwerfen. Das heißt, die hatten das schon annähernd perfektioniert, wie du mit sehr, sehr wenig Personal so ein riesiges Land wie Indien versklaven kannst. Ja? Und dann das, was, weißt du, diese kommunistische Bedrohung, die darfst du nie ausblenden. Wenn du versuchen willst, das innerlich zu rekapitulieren, dann musst du sehen, was für eine Gefahr damals vom Kommunismus kam. Also das war schon das Hauptargument, was die Leute in den Krieg getrieben hat, dass du sagst so, das ist hier vielleicht relativ kollektivistisch, aber es gibt einen Kollektivismus, der ist noch viel schlimmer, und der kommt von dem ganzen Marxismus und Kommunismus. Und das Archipel-Gulag-System und auch das, was Mao gemacht hat, also wenn du es jetzt so rein in Zahlen datierst, glaube ich, war Mao das Extremste. Also die Leute, die da über die Jahrzehnte in den Lagern gestorben sind, das geht in die, ich weiß gar nicht, ob an die 100 Millionen, aber es ist Wahnsinn. Also das, was Mao da gemacht hat, das ist wirklich, das ist eine Größenordnung, das ist nicht mehr vorstellbar. Das heißt, der Kommunismus war schon so eine riesige Bedrohung, dass du dir irgendwie überlegen musstest, wie wehrst du das ab? Das heißt, damals war in der Weltgeschichte scheinbar ein sehr, sehr, aggressiver, also das müsste man eigentlich astrologisch alles mal nahe durchgehen. Also jemand wie ich, mache ich vielleicht mal zusammen mit Charlie oder so, was es damals für Konstellationen gab, die das begünstigt hatten. Natürlich fällt dir zunächst ein, ja klar, Uranus war damals, wie jetzt auch erst im Widder, dann im Stier. Das ist sehr, sehr explosiv. Und dann hast du natürlich Anfang der 30er Jahre, wurde Pluto entdeckt, ja. Also diese unfassbar ekelhafte Transformation, durch die man da scheinbar gehen musste. Aber ich sehe halt eben, wie du gerade richtig ansprichst, ich sehe tatsächlich auch unsere Verantwortung darin, sich mit diesem Schatten zu befassen, was ich in den anderen Völkern einfach nicht sehe. Also ich sehe das nicht in China, ich sehe das nicht in der USA, ich sehe das nicht in Russland, ich sehe das nicht im Nahen Osten, ich sehe das nirgends. Und du kannst uns beiden jetzt nicht unterstellen, ja, ist das jetzt irgendwie Frankfurter Schule oder so. Ihr könnt mir eins glauben, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, den ich hasse, dann ist es Frankfurt. Ja, und so hasse ich auch die Frankfurter Schule und ich weiß nicht, ob alles, aber vieles, was daherkommt. Ja, das heißt, ich möchte gar nicht in dieses Horn blasen, aber ich halte es dennoch für wichtig, dass wir uns emotional mit dieser Vergangenheit befassen, weil sowas wie die Nazis war nur möglich, wenn du praktisch deinen Emotionalkörper abspaltest, wenn du nicht verbunden bist mit deinem höheren Selbst, weil ansonsten kommst du einfach nicht auf solche Ideen. So einfach ist das Ganze, ja. Wenn du mit deinem Herz verbunden bist, dann bist du meistens nicht an der Front. So. Und wir haben eigentlich die Chance, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Das heißt, das, was da noch an kollektiver Erinnerung gespeichert ist, weil du kannst immer nur eine Vision für die Zukunft bilden, wenn du die Vergangenheit zunächst bewältigt hast. Also das ist halt einfach nicht möglich. So, du kannst noch so viel reden von, du lebst in der Gegenwart, ja, das ist wichtig, aber wenn du wirklich eine Vision für die Zukunft willst, dann musst du die Vergangenheit bewältigen. Und das geht nur so, indem halt immer mal wieder ein altes Gefühl hochkommt. Das wird dann verarbeitet und dann, ja, dann ist das geheilt. Und weißt du, bei dem ganzen Material, das es auch heute übers Dritte Reich gibt, das dient eben meiner Ansicht nach nicht dazu, dass dieses Trauma geheilt werden kann. Also auch das, was wir ja als Kinder dann immer auf N24 und so weiter gesehen haben, das ist ja nicht irgendwie heilsam. Da wird dir das Ganze schon irgendwie erklärt. Also es
es bietet gar nicht so einen Ansatz, dass da eine Heilung stattfinden kann, weil du hast ja entweder das eine oder das andere Extrem. Aber es nimmt dir die auf, also das, was du selber machen müsstest, wäre eigentlich dich selber mit diesem Phänomen zu befassen. Ja? Ja. Wie konnte das sein? Also mal ganz unvoreingenommen, ohne dass mir so eine Meinung vorgegeben wird, wie ich jetzt dazu stehen muss, was jetzt hier irgendwie politisch besonders korrekt oder unkorrekt ist oder wie auch immer, sondern welches Phänomen ist das eben? Und deswegen ist so diese Analyse von C.G. Jung zum Beispiel so unglaublich wertvoll. Also bitte schaut die an, wenn ihr sie nicht gesehen habt, weil der hat das halt sehr, sehr gut analysiert, was ist damals passiert und wie kann man das vermeiden. Und man kann es ganz einfach dadurch vermeiden, einfach nicht, weil es ist ein Weg, ja. Aber man kann es ganz einfach dadurch vermeiden, dass man selbst in seine Kraft kommt und selber seinen Sinn im Leben findet, weil dann braucht man nicht mehr den Guru, der ihm diesen Sinn sagt. Und das ist diese Zeit, in die wir eben reingehen, wo diese Guru-Konzepte nicht mehr funktionieren. Und deswegen wird sich sowas in der Form sowieso nicht wiederholen, ja. Wenn, dann anders. Aber klar, es gibt vielleicht irgendwelche anderen Hebel, die man bedienen kann. Aber weißt du, das vielleicht noch zum Schluss, ja. Es ist ein Prozess, auch diese Heilung. Und das ist auch mein Problem, was ich mit diesen ganzen Red-Pillern habe. Das ist mir diese Woche aufgefallen. Weil im amerikanischen Raum gibt es ja ganz viel diese Red-Pill-Leute. Und allein schon der Begriff Red-Pill, das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Da dachte ich mir, das ist genau die Sehnsucht der Leute. Also, dass du diese Pille einschmeißt, diese eine Wahrheit, die habe ich mal gehört, ja, irgendwie die Deutschen wurden ungerecht behandelt, zack, Red-Pill. Jetzt habe ich hier meine neue Meinung, mit der es mir irgendwie besser geht. Dabei ist so ein Heilungsprozess und dieser Bewusstwerdungsprozess und dieser Prozess, den man sagen könnte, man geht durch die Ebenen irgendwie nach oben, der ist immer verbunden mit so einem ganz langsamen Wachstumsvorgang, mit Zyklen, ja, wo Dinge halt mal so ein paar Wochen, Monate, Jahre dauern, bis du das nächste Level erreichst, also bis du eine Sache wirklich geheilt hast, bis du damit abgeschlossen hast, bis du sagst, okay, jetzt das habe ich jetzt wirklich verstanden, ich bin ein bisschen reifer geworden, ich habe ein bisschen mehr meine Richtung gefunden. Ja, das sind alles diese Prozesse, die lang dauern, wo du dir nicht irgendwie so eine Bro-Science reinziehen kannst oder so ein Stoizismus oder irgendwelche Leute, die Nietzsche nicht verstanden haben. Ja, und das ist das meiste, was du da zumindest im amerikanischen Raum findest, ja, diese Red Pill. Diese ganz schnelle Lösung. So ist es nicht. Ja. Das ist schon ein Begriff. Ich glaube, du hast ja gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Und zwar dieser große Bereich, der dieser ganzen Bewegung im Dritten Reich entgegensteht, ist der Bereich der Individuation. Ne? Also jemand, der sich auf dem Weg findet, sich selbst zu entdecken und zu erkunden, der ist schon mal nicht so anfällig für diese Massenpsychologie und für diese Massenbewegung. Und ich möchte hier auch gar nicht diese ganzen Gräueltaten des Dritten Reichs verwässern, wie es mir hier im Chat vorgeworfen wird. Im Gegenteil, ich versuche denen genau den richtigen Platz zu geben. Und meiner Meinung nach ist es diesem Heilungsprozess, den du gerade so schön beschrieben hast, Stefan, überhaupt gar nicht dienlich, diese ganzen Gräueltaten in diese Zeit, in die Vergangenheit zu projizieren. Weil man tendiert dann zu, das da zu lassen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt damals passiert, wir haben daraus gelernt, das ist jetzt irgendwie 80 Jahre später, ja gut, wir machen jetzt einfach weiter. Und ich sehe aber dieses große Ereignis im Dritten Reich, dieser Weltkrieg auch, sehe ich als ein Punkt auf einer Linie der Entwicklung. Diese ganzen Jahrhunderte voller Krieg, diese Industrialisierung, diese Entwicklung. Und sie hat für mich nicht aufgehört im Dritten Reich. Diese ganzen Gräueltaten, die da stattgefunden haben, die schlummern immer noch wieder mit einem gewissen Potenzial. Und es hat bis heute Bestand. Und für mich ist es nicht verwässern, wenn ich sage, alle anderen machen das auch. Für mich ist es eher ein Herausheben. Für mich ist es ein genau dieses Betonen, das Reich hat nicht geendet. Es hat davor schon Stand gehabt, und zwar nicht in Deutschland, sondern überall anders auch, und hat bis heute noch Bestand. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die Leute das nur ansatzweise irgendwo verarbeitet hätten, dann hätten wir dann nicht danach schon wieder nach ein paar Jahren wieder die nächsten großen Kriege gehabt auf der Welt. Also das ist im keinsten Fall ein Verwässern. Also wirklich, mich berührt es zutiefst und mich beschäftigt es auch zutiefst, diese ganzen Bilder zu verarbeiten, die ich da gesehen habe. Und es ist für mich ein riesengroßes Unverständnis, wie sowas passieren kann, wie sowas passiert ist und immer noch passiert und auch wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft wieder passieren wird. Und es ist ganz arg wichtig, diese Heilung voranzutreiben. Und man kann das nicht machen, indem man irgendwelche Mahnmonumente errichtet, indem man Kinder in der Schule kontra-indoktriniert. Man kann das nicht machen, indem man das alles aufs Nazi-Deutschland projiziert, sondern das
Einzige, was wirklich hilft, ist, wenn jeder bei sich selbst anfängt, diese Schatten zu erkunden. Weil genau darum geht es nämlich. Es geht um diese grundlegende Qualität im Menschen, destruktiv zu sein und was zu zerstören. Das ist in jedem von uns drin. Das knüpft auch an das, was wir die letzte Sendung hatten mit der Bestie. Die schlummert in jedem und die schlummert auch im Kollektiv. Und die böseste Fratze, die wir gesehen haben oder die uns in Erinnerung bleibt, ist einfach das im Dritten Reich. Aber die schläft einfach nur. Und die Frage ist, wie können wir diesen Bereich integrieren in uns als Individuum? Und ich denke, das sind die meisten schon auf einem guten Weg, aber auch als Kollektiv, als Gesellschaft, dass man sowas sicherstellt, dass sowas nicht mehr passiert, überhaupt nicht mehr passiert, dass gar nicht mal die Chance passiert. Ich meine, wenn sich die ganz großen Räder drehen, wird bestimmt in Tausenden, Zehntausend, Hunderttausend Jahren bestimmt sowas wieder passieren müssen. Einfach um die Menschen daran zu erinnern, um dieses kollektive Feld, den Egregor wieder zu füttern damit. Hey, passt mal auf, boom, das kann passieren. Das ist Teil der Realität in diesem Leben. Das ist Teil der Menschheit. Und wer daraus nicht lernt, na gut, ist ja dieses alte Sprichwort, ne, der wird die Fehler immer wieder neu begehen. Deswegen bitte nicht missverstehen. Ich bin keineswegs jemand von dem, der Gewalt irgendwie verharmlost. Ganz im Gegenteil. Für mich ist Gewalt was, ja, was integriert werden muss. Ja, so habe ich das definitiv auch nicht aufgefasst. Muss mal gleich ein bisschen den Chat nachlesen, ob ihr euch benehmt. Aber vorher fand ich fand das unglaublich spannend, was du hier gerade für ein Thema aufmachst. Was ich auch eben schon so ein bisschen angeschnitten hatte, nämlich tatsächlich, dass es um Individuation geht und dass das im Endeffekt das Schutzschild gegen all diese Regime wäre. Weil tatsächlich ist es so, genau, du hast noch dieses Thema aufgemacht, dieser Selbstzerstörungstrieb. Das ist tatsächlich das, worüber man da reden muss, weil solange du deinen eigenen Wert nicht erkannt hast, also A, dir fehlt vielleicht dein Wert, dir ist nicht klar, dass allein, dass du existierst, dass du ein Individuum bist, das macht dich wertvoll. Und wenn du dann deine eigene Richtung noch gefunden hast, also wenn du sogar noch weißt, was du mit diesem Wert machst, dann bist du natürlich noch besser geschützt, bist du noch besser gewappnet. Ja. Aber allein schon, dass du existierst, ist eigentlich erstmal wert genug. Du hast deine Individualität erkannt, du bist da in deiner Kraft und kommst dem Sinn immer näher. Die Nazis haben dir einen Sinn gegeben und man kann das tatsächlich da auf sehr, sehr spiritueller Ebene sehen. Und ich habe die letzten Tage wieder ein bisschen Gurdjieff gelesen, ja. Georg Gurdjieff habe ich mir zum Einschlafen angehört, weil ich es endlich mal verstehen möchte. Und du hast das Gefühl, alle paar Seiten musst du dich irgendwie erstmal eine halbe Stunde hinlegen, um das zu verarbeiten. Aber es ist wirklich großartig, wenn du rausdestillierst, was Gurdjieff so gesagt hat. Gurdjieff hat immer, das war so eine seiner Kernaussagen, auf die er ganz gern reduziert wird, aber die ist sehr wichtig. Gurdjieff hat gesagt, wir sind Futter für den Mond letztendlich, oder wir sind das Essen, die Mahlzeit vom Mond. Weil Gurdjieff ein kosmologisches Modell hatte, was Rudolf Steiner sehr, sehr ähnlich war, der sich ja wiederum an Blavatsky orientierte. Und da ist unser Sonnensystem etwas, was sich so, es ist ein lebender Organismus. Auch Planeten sind Lebewesen anderer Dichte. Und der Mond ist im Endeffekt das, was die nächste Erde irgendwann mal sein wird. Der Mond ist also in einem Stadium, was wie so ein Embryostadium ist, bevor der Mond auch ein bewohnbarer Planet oder was mit Wasser werden kann, wie die Erde eben. Ja? Andere Planeten wie die Venus schwingen dann schon deutlich höher oder der Jupiter als die Erde. So, und weil der Mond eben noch auf diesem tiefen kindlichen Stadium ist, ist der Mond verknüpft mit diesen ganzen niedrigen Begierden. Und laut Gurdjieff ist es nun so, Gurdjieff war zur Erinnerung auch der gesagt hat, eine Seele muss man sich erwerben. Wirkliche Individualität, ja, eine wirkliche Seelenessenz, die muss man schmieden. Und die Frage ist, wo kristallisiert deine Seele? Das heißt, kristallisiert deine Seele im besten Fall auf irgendeinem höheren, tugendhaften Level, was mit dem höheren Herzen, mit dem höheren Selbst verbunden ist. Also wo du irgendwo erkennst, das möchte ich sein, danach strebe ich. Weißt du, wenn das ist immer so, wenn das stark genug wird, dann kristallisiert es irgendwann. Dann ist das irgendwann dein Weg. Aber du kannst dich natürlich auch total identifizieren mit all den niederen Gelüsten. Ja, rein mit Sexualität und Materialismus und du rennst im Endeffekt nur dem Mammon hinterher, ja. So. Das wären dann diese ganzen niederen Begierden. Und wenn du damit so sehr identifiziert bist, dann kristallisiert deine Seele vielleicht auf dem Level. Und das Problem ist, all diese niederen Gelüste, die
saugt der Mond auf, laut Gurdjieff, ja. Das heißt, der Mond, der ernährt sich eben von all dieser tiefen Schwingung, die braucht er jetzt noch, das ist auch korrekt. Das heißt, wenn wir sterben, dann geht das. Und wie gesagt, nehmt das immer mit so einem, mit einer Prise Salz, wie man im Englischen sagt, weil kein System ist korrekt, aber wir versuchen ja alchemistisch all diese Systeme zu verbinden, ja. Auch Sarah El-Kail, die kommt vom vierten Weg, also von Gurdjieffs Lehre. Und Gurdjieff sagt eben, klar, wenn man stirbt, dann geht der Teil von dir, der mit diesen niederen Gelüsten identifiziert ist, das geht alles zum Mond, ja. Aber wenn du was Höheres hast, wenn du deine Sonnenessenz hast, dann bist du auch frei, ja, dann bist du nicht reines Futter für den Mond, sondern dann hast du ja eben das ganze andere, dann hast du eine wirkliche Seele. Das Tragische ist nur, viele sind ja rein identifiziert mit diesem ganz Lunaren, ja. Und ja, das kannst du auch dann projizieren auf diese ganze Nazi-Zeit, ja. Das waren so ganz niedrige Triebe und da ist eben auch dieser Trieb der Selbstzerstörung mit dabei, weil du kennst deinen Wert ja nicht. Und dann ist es für dich einfacher, wenn du vielleicht einfach ins Artillerie-Schrapnell reinrennst, weil dann war's das mit dir. Und dann isst dich der Mond und dann hast du vielleicht erstmal kein Problem mehr und kannst weiter da irgendein Mineral sein. Auf dem Mond dann. Ja, nee, ist dann so, du bist dann so auf diese Gesteinsebene zurückgesetzt und du kannst dann halt Äonen warten, bis du mal endlich wieder eine Pflanze bist oder so, ne? Also wie gesagt, das ist dann sehr schön erklärt, weil das ist eben dieses ganze Steiner-Modell, was sich von der Theosophie ableitet, was dir den Kosmos als lebendiges Wesen tatsächlich am besten erklärt, ja. Und ja, der Mond ist eben das, was wie unsere jüngere Schwester ist. Also nicht schlecht, ja, aber im besten Fall halt zu überwinden von dem, was höher strebt. Ja, es fühlt sich sehr stimmig an, was du sagst, aber mit dem Überwinden, das ist schon wieder so ein, vom Wort her schon wieder hat so was Abspaltendes, weißt du, und ich glaube, das ist genau das, was, warum die ganzen positiven Systeme, wenn sie dann mal aufgepoppt sind oder auch Gedankenströmungen, dann irgendwie gescheitert sind, weil man dann diese ganzen positiven Seiten, diese höheren schwingenden Geschichten abgespalten hat von diesen niederen Aspekten, ne? Deswegen hat ja auch diese ganze Indoktrinierung in der Schule nie funktioniert, weil niemand sich diesen Schuh anziehen will, dass das Potenzial in jedem von uns steckt, ne? Diese niederen Triebe und auch dieser Hang zur Zerstörung, dieser Aspekt, dass man auch mal was kaputt machen muss, dass was Neues erwachsen kann. Und das hat sich immer viel zu destruktiv und auch viel zu mächtig ausgelebt. Vielleicht, weil es im Falle des letzten Jahrhunderts oder gerade erst der Zweite Weltkrieg zu sehr glorifiziert wurde, diese Triebe, ne? Also kämpfen und sich wehren und, ne? Und ausbreiten und erobern, ne? Solche Sachen, die früher vielleicht noch mit Ruhm, Ehre und mit Gloria zusammengehangen sind, die sind für uns heutzutage ja völlig also ausgelutscht, damit können wir gar nichts mehr anfangen. Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wo stecken bei uns als Individuum, aber auch als Gesellschaft jetzt momentan diese Triebe? Welchen Stellenwert haben sie im Moment? Wie viel Energie schlummert da? Ist es wirklich so eine Bombe, die bald platzen könnte? Und ich meine, wenn man sich allein schon die deutsche politische Lage im Moment anguckt, sehe ich da durchaus Parallelen zu den 30er Jahren. Ne? Also du spürst schon, dass sich da wieder was aufstaut und anbahnt. Es entlädt sich auch gerade immer wieder so. Aber wenn man sich diese politischen Diskurse anguckt oder diese ideologischen Diskurse, da muss ich auch einfach nur im Kopf schütteln. Da hat niemand irgendetwas gelernt. Wirklich niemand. Und wer immer noch glaubt, dass da irgendwie ein Lösungsweg ist, egal ob AfD oder BSW oder was weiß ich, keine Ahnung, also da muss ich mir nur am Kopf langen. Aber ich habe auch festgestellt, ich sehe das alles irgendwie, wenn ich in diese Beobachterrolle reinschlüpfe, sehe ich das alles aus der Sicht von so einem Dorfdeppen, glaube ich. Ne? Von so einem naiven Typ, der auf dem Dorf lebt und sich einfach nur fragt, also wie kann es mehr geben als meine Handarbeit, die mir zum Essen reicht und also wozu brauche ich den ganzen anderen Stress dazu? Und ich sehe das immer mit so einem Unverständnis, aber auch mit so einer großen Sorge und ich muss auch sagen, echt mit ganz viel Angst, vor allem jetzt durch die Beschäftigung mit dem Thema zu sehen, was da alles möglich ist und jetzt die Bewegung und die aktuelle Lage zu sehen, das macht mir einfach Sorgen, weil es da anscheinend so viele Leute gibt,
die gierig sind nach dieser Energie, die gerade jetzt wollen, dass sich sowas wieder entlädt. Ne? Da haben sich über die Jahrzehnte so viel Verdruss angestaut, ne? Mit dem Arbeitsmarkt und was weiß ich und auch mit der eigenen Identität, mit der deutschen Identität. Da hat sich so viel Frust angestaut und ich glaube, dass jetzt genau die falschen Leute ihre Gelegenheit jetzt sehen, dass sich das alles entlädt. Und die Frage ist, wie geht man damit um als Individuum? Weil klar, ich kann meine Schatten ansehen und irgendwie bearbeiten. Aber, und ich werde damit bestimmt auch definitiv was zum Kollektiv beitragen, ne, dass alles vielleicht ein bisschen heiler wird und sich ein kleines Puzzlestück hier dann wieder einsetzt. Aber welchen Einfluss können wir nehmen auf die Triebe und auf die Mondseite der Gesellschaft? Ja, also man sagt schon, dass eigentlich ein bewusster Mensch, also ein Mensch, der wirklich bewusst ist, der wirklich auf seine Handlungen achtet, weil auch Gurdjieff ging es ja immer nur um Selbstvergessenheit. Also Gurdjieff hat ja auch nur gesagt, der Mensch muss aufwachen aus seinem Schlaf und was damit gemeint ist, ist einfach im Endeffekt Aufmerksamkeit oder Mindfulness ist jetzt eigentlich eine zu einfache Reduzierung, aber letztendlich geht es darum. Also in dem Moment, wo du präsent bist, wachst du eben auf aus diesem Automatenbewusstsein und merkst, was dein möglicherweise wahrer Wille ist. Und da sagt man schon, dass ein solcher bewusster Mensch die Manifestation von 1 Million unbewusster Menschen hat. Weil dadurch, dass du dieses Bewusstsein hast, dadurch wird ja ein gewaltiges Potenzial frei. Ja, also das ist... Es gibt Menschen, die, wenn du jetzt zum Beispiel an diese Zeitlinien glaubst, die allein durch ihre Bewusstheit diese Zeitlinien so viel mehr beeinflussen können als all diese unbewussten Kräfte. Und das ist ja eben das, was wo man, glaube ich, auch sehen muss, was diesen finsteren Kräften fehlt. Die haben ja keine Verbindung zum höheren Selbst. Die haben sich ja so sehr abgetrennt, dass für die irgendein Bewusstsein im Herz nicht mehr möglich ist. Und das ist genau unsere einzige Chance, ja, dieses Bewusstsein zu schaffen und daran zu glauben. Weil letztendlich auf realistisch betrachteter Ebene verstehe ich da deine Besorgnis sehr, sehr gut. Ja. Grüße gehen übrigens raus an den guten Martinisten in Berlin, der führt auch so eine Gurdjieff-Gruppe. Ja. Das freut mich nur, dass ich merke, dass ich auch mit Gurdjieff Leute wieder mehr befassen. Und ja, ich habe halt generell einfach den Eindruck, dass Menschen sich davor scheuen, Dinge wirklich tief zu integrieren. Und das siehst du gerade in Bezug aufs Dritte Reich eben. Wie du richtig sagst, die Leute sehen sich jetzt irgendwo danach zurück, weil du hast dieses ganz einfache Denken von, wir haben den Krieg verloren, aha, jetzt ist es auch scheiße, also wäre es natürlich besser gewesen, wir hätten gewonnen. Und wir haben es schon zweimal versaut und vielleicht sollten wir es noch ein drittes Mal versuchen. Das ist ja so ganz, ganz simpel. Wo du dir irgendwie denkst, das ist schade. Da enttäuscht mich der deutsche Geist. Also hätte ich nicht gedacht, das ist für mich der Dorfdepp, nicht du. Also das ist für mich so ein Trottel, der irgendwie, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht. Also du musst doch deine Differenzierungskraft ein bisschen schulen können. Du müsst doch eigentlich wissen, dass es nicht so einfach ist. Und wenn ich dich sonst reden höre, dann denk, deswegen enttäuscht mich das dann immer, wenn die Leute so neu rechts sind. Weil ich mir denke, das gibt's doch nicht. Das ist sonst so ein intelligenter Geist. Und da an dem Punkt ist er von dieser Hypnose von damals noch so geblendet, dass er das einfach nicht drüber hinwegkommt. Das ist immer noch dasselbe. Antisemitische Gelaber zum Beispiel. Mich regt das auf. Ist mir auch egal, was ich dann lesen muss im Chat oder wo auch immer. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich finde es einfach bescheuert. Es ist einfach zu kurz gedacht. Da wurde sich keine Mühe gegeben. Da hat man sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Weder geistig noch emotional. Und das ist schade. Das ist nicht das, was ich vom deutschen Geist erwarten würde. Weil wir hätten diese Chance, weißt du? Wir hätten eigentlich dieses Potenzial, uns damit auseinanderzusetzen, diese Schatten zu bearbeiten und dann auch diese Schuld irgendwann zu verdauen. Natürlich, die Schuld muss ja nicht ewig gehen. Aber man muss es einmal verstanden und integriert haben. Und über diese Gegensätze vor allem hinausgehen, über diese dämliche hegelische Dialektik. Das, weißt du, das enttäuscht mich dann, wenn ich sehe, da sind sogar andere Länder besser darin. Wenn ich irgendwelche Esoteriker, zum Beispiel in Amerika, treffe, wenn man mit denen redet, dann merkst du, die haben so einen total offenen Geist für alle möglichen Traditionen.
Und das, worauf du hier ganz oft triffst, da merkst du dann, das ist dann so ein ganz krass völkischer Trip. Das finde ich einfach schade, dass da der deutsche Geist in solchen Extremen gefangen ist, obwohl es uns eigentlich nicht entspricht. Das ist ja das Problem. Das entspricht uns eigentlich nicht. Wir sind nicht in diesen Extremen gefangen, wie zum Beispiel die Russen, die sowas Skorpionisches an sich haben. Sondern wir haben eher so einen vage Steinbock, vielleicht Jungfrau-Charakter. Und der ist eigentlich sehr, sehr ausgleichend. Der weiß, wie man eine Situation aus allen Perspektiven betrachtet, aber einen offenen Geist behält und sich nicht reinziehen lässt in diese Extreme. Aber weil die Hypnose damals so perfekt war, sind die meisten immer noch nicht dazu in der Lage. Ich versuche es zu verstehen. Ich habe da auch gegen niemanden was. Ich sage nur persönlich, es ernüchtert mich manchmal. Wo glaubst du, hat auf gesellschaftlicher Ebene so dieser erste Schritt der Heilung stattgefunden, dass sich so dieser deutsche Geist wieder mehr für die Gefühlsebene geöffnet hat? Weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Da muss man noch gar nicht so viele Generationen zurückdenken. Weil selbst die ganze Nachkriegsgeneration war auch einfach, da war dieses Geistige so hoch und das Emotionale so nieder. Und dann hast du diese 70er Jahre, wo dann die Musik größer geworden ist, wo das Emotionale natürlich automatisch eine größere Rolle spielt, aber das hatte bei den Rockern und so und auch in der Techno-Szene und sowas, da hat es auch eher was Destruktives und nicht wirklich was Erwachsenes, ne? Jemand, also ein erwachsener Mensch, der sich mit seiner Gefühlswelt tatsächlich gut auseinandersetzt. Und für mich hat so diese richtige große Gefühlswelle tatsächlich erst so richtig mit den, keine Ahnung, mit den 90ern, 2000ern angefangen, auch mit dieser ganzen Emo-Szene und sowas, ne? Auch wo dann Psychologie einen größeren Stellenwert bekommen hat, wo dann der Begriff der Depression massenfähiger geworden ist, ne? Wo sich die Leute das auch mehr eingestehen konnten, dass sie mit ihren Gefühlen tatsächlich Probleme haben, ne? Wo man das dann nicht hinter irgendeiner Arbeitswut verstecken muss und dann irgendwie, keine Ahnung, alt vor, da, mit seinen Traumata vor sich dahin vegetiert. Ich habe das Gefühl, dass dieser deutsche Geist sich seinen Gefühlen noch gar nicht so lange öffnet. Ja, ist eine interessante Timeline, die du da aufmachst. Ich glaube tatsächlich auch, dass die 80er so eine totale Illusion waren. Da muss auch ganz viel Neptun gewesen sein. Da hat man sich nochmal in so eine letzte Illusion geflüchtet, wo der Kapitalismus richtig gut funktioniert hat. Gibt ja auch gute Musik von damals, ne? Allein gestern Frank Stoner wieder Vintage Club, Grüße gehen raus, großartig. Aber ich glaube dann tatsächlich, dass es so zynisch und dystopisch wurde, was wir ja als Kids schon gemerkt haben in den ganzen Serien. Also das war ja schon auf so einem, also so South Park und das alles, was es in unserer Jugend schon gab, da hast du so gemerkt, die Gesellschaft ist eigentlich irgendwie schon komplett krank übers Ziel hinausgeschossen oder so, ja. Das heißt, da musst du irgendeine Form von Heilungsprozess einsetzen, wenn du dich nicht total in dieser Ironie verloren hast. Und ich meine eben, weißt du, so, auch wenn ich das alles so mit einem eher weinenden Auge betrachte, diese ganzen Coaches und diese Leute, die über Psychologie reden, wo ich mir denke, so, boah, weiß ich nicht, beschäftig dich erstmal vielleicht ein paar Jahre mit irgendwas, bevor du Videos drüber machst oder so, damit da eine gewisse Tiefe ist oder damit ich eine gewisse Reife in dir feststellen kann, ja, bevor du hier den Leuten irgendwelche psychologischen Tipps gibst, weil das ist tatsächlich, du hast da eine große Verantwortung. Und trotzdem sehe ich auf der anderen Seite, die meisten sind wahrscheinlich keine reinen Heuchler. Das heißt, da ist wahrscheinlich wirklich irgendein wirkliches Interesse daran, psychologische Mechanismen zu verstehen, das wirklich verstehen zu wollen. Da kann man dann auch sagen, na gut, okay, da ist dann ja zumindest ein gewisses Potenzial, ne? Also, es ist halt eine anspruchsvolle Materie. Und es gibt super, super viele Fallen. Und viele scheinen halt so, als würden sie da eher so einen Guru-Weg wählen wollen. Oder wie auch immer. Aber erstmal, dass das Interesse da ist, klar, ist positiv. Und da glaube ich schon auch, als wir unsere Generationensendung hatten, haben wir drüber gesprochen. Wir Millennials, ja. Generation Y. Wir sind ja Pluto im Skorpion. Das ist da, wo die Heilung losgeht. Aber wo du halt total durch diese Schatten musst. Schau, du hast vorhin Call of Duty angesprochen. Wir sind ja komplett aufgewachsen mit dieser Gewalt. Ja. Weißt du, wie unsere Jugend war? Also das war wirklich diese Glorifizierung der Gewalt,
die du nicht mal mehr jetzt siehst. Das hat ja sogar wieder so ein bisschen nachgelassen. Also wenn du dir zum Beispiel den Spielemarkt anschaust, in unserer Jugend war das wirklich so diese komplette Glorifizierung von FSK 18. Wo du dir irgendwann, also was komplett surreal irgendwann nur noch war. Ja? Aber darunter war halt eigentlich dieser Impuls, der dann ja heilen will. Ja? Aber an der Oberfläche ist halt erstmal diese Retraumatisierung. Ja. In einer Form, wo du erstmal sagst, bin mir nicht sicher, ob das so viel bringt. Ne? Ja, zumindest sich diese ganzen Gefühle irgendwie zu Gemüte zu führen. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe mit, keine Ahnung, mit 14, 15 die Call of Duty Spiele gespielt. Wer das nicht kennt, Call of Duty ist so eine Ego-Shooter-Computerspielreihe, wo gerade die ersten zwei Teile, ich glaube im Ersten und im Zweiten Weltkrieg spielen. Und es war damals schon echt, also so ein Kassenschlager, das ist groß geworden. Das ist mittlerweile auch eine der größten Computerspielreihen, die es gibt. Da steckt unglaublich viel Geld drin und ist natürlich aufs moderne Kriegsgeschehen ausgelegt. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass vor allem diese ganzen Ego-Shooter-Geschichten so ein unbewusster Versuch sind, diese ganzen Sachen auszuleben und zu heilen. Ne? Weil ich meine, wenn du deine ganzen destruktiven Gelüste, deine ganzen mondischen Qualitäten am PC ausleben kannst und es nicht irgendwie nach außen tragen musst und dich jetzt irgendwie paramilitarisieren musst, dann ist da schon mal ein bisschen was gewonnen. Ja, also wer weiß, ob das nicht auch was Heilsames hat. Also ich weiß, dass ich deswegen Warhammer spiele. Also ich mag dieses Warhammer-Universum sehr, sehr gern. Also nicht immer, aber manchmal zum Abschalten, weil das ist ein Universum, wo praktisch nur noch Krieg herrscht im 41. Jahrtausend. Und da denkst du jedes Mal so, ja, genau da will ich nicht hin. Ja. Also genau das ist die finale Dystopie. Das ist die finale Dystopie, wenn der Mensch seinen Verstand nicht überwindet. Bei Warhammer ist es wirklich, wenn ihr für solche Fantasy-Universen irgendwie offen seid, ja, ist dann eher unsere Generation vielleicht. Aber es ist schon interessant, weil jede dieser Fraktionen hat dennoch so eine ganz komische Form von Religion. Ja? Also die haben dann alle schon ihren Orden und trotzdem ist dieses Kriegsgeschehen irgendwie noch mit so der Religion verquickt. Also das ist kein Widerspruch. Und da siehst du genau, wo das hinführt. Ja? Also wenn der Verstand nicht überwunden wird, der Geist will ja Krieg führen. Der Geist hat Spaß an Krieg. Das ist ja das. Weil du könntest ja auch sagen, das ist ja das Gefährliche an diesem Simulationsgedanken. Weil du dann tatsächlich denkst, ja, vielleicht möchte ich irgendwann Jetpacks haben und hier einfach mit meinem Düsenjäger rumfliegen und irgendwie andere Leute vom Himmel holen. Weil das ist dann ja vielleicht der nächste Schritt. Ja. Das heißt, ich glaube, irgendwas ist in unserem Verstand, was eben diese Begeisterung für diesen Kampf, für diesen Krieg hat. Und wenn da die Herzqualität fehlt, dann fehlt eben genau das, was man zum Beispiel in der Kampfkunst sieht. Du hast ja in der letzten Folge auch über diesen Schwertmeister geredet, bei dem du mal warst. Ne? Und da siehst du ja, in der Kampfkunst ist das dann wieder anders. Das sind ja Menschen, die sind dann doch mit dieser Philosophie verbunden. Und sobald du diese Philosophie im Hintergrund hast, ja, wie beim Taekwondo und beim Karate und bei all diesen Kampfkunstschulen, dann hast du eigentlich erstmal, dann ist das fast eher so was Friedliches, weil du weißt, der Kampf ist eigentlich immer zu vermeiden, bis es gar nicht mehr anders geht. Ja, ich finde, du hast auch gerade was ganz Wichtiges gesagt. Die Kraft des Gegners ist höchstens gegen ihn zu verwenden, im besten Fall. Ja, so. Genau, im besten Fall, im besten Fall. Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass dieser Geist, dieser Intellekt will diesen Krieg führen. Ne? Deswegen ist ja auch jedes Zwiegespräch, jede Diskussion ist ja auch eine Art Kampf. Ne? Man will den anderen ja erschlagen mit seinen Argumenten und die Oberhand haben. Also das ist immer irgendwie da. Das ist so ein bisschen dieses Wotan-mäßige, nicht Wotan-mäßige, dieses Tor-mäßige oder dieses Herkules-mäßige, ne? dieser stumpfe Krieger, der in uns ist. Und das muss auch irgendwie ausgelebt werden. Aber wenn sich dieser Krieger dann einmal für seine emotionale Seite öffnen würde, und sieht, was er auch alles damit macht, ne, dann könnte er irgendwie auch kein Krieger mehr sein. Ne? Also ja, der Wehrmachtstruppler, der sich auf einmal mitten auf dem Schlachtfeld dem gewahr wird, was er da gerade eigentlich tut oder sowas, der kann dann nicht mehr funktionieren in diesem Apparat. Es geht einfach nicht mehr.
Und irgendwie muss man da die Symbiose finden, dass auch diese Qualität in uns trotzdem noch auf ihre Art und Weise ausgelebt werden kann. Und wenn das durch Computerspiele funktioniert oder durch Kampfkunst oder durch angeregte Diskussionen, wie sie früher stattgefunden haben, in den Cafés, in den Großstädten, wo sich dann die Gruppen getroffen haben und Zwiegespräche geführt haben, ne, dann ist es doch eine wunderbare Sache. Aber es sollte nicht einfach ganz vom Tisch gefickt werden und ja projiziert werden in eine Zeit, wo es mal unglaublich schlecht war. Sondern es muss irgendwie auch im Hier und Jetzt gehalten werden und gepflegt werden. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob diese Zeit der Diskussionen nicht zu Ende geht, aber meine positive Vision von einer möglichen paradiesischen Zukunft ist tatsächlich, dass unsere Gesprächskultur sich dahin ändert, dass auf Klarheit geachtet wird. Also wirklich die Klarheit der Worte, statt immer diesen Kampf zu suchen. Und dass ich sogar glaube, dass diese emotionale Qualität, von der du gerade sprichst, dass sogar die eigentlich im besten Fall ins Gespräch einfließen kann. Weil du weißt ja, dass diese ganzen Diskussionsrunden meist nichts bringen, außer dass sie den wirklichen Kampfgeist, also die wirkliche Schaffenskraft eigentlich ersticken. Dadurch, dass er da irgendwie im verbalen Kampf verpufft. Und tatsächlich, weißt du, es geht wieder nur um Identifikation. Der Geist, der mit seinen Meinungen identifiziert ist, das ist genau das, was Gurdjieff auch bezeichnet als dieses niedrige Selbst. Das ist tatsächlich das Futter für den Mond. Also das bist du, der identifiziert ist mit seinen ganzen Meinungen und Urteilen. Natürlich habe ich einen unglaublich richtenden Geist. Ich bin ein Waage-Aszendent wie du. Das heißt, wenn jemand hier reinkommt, kannst du dir sicher sein, dass ich den verurteile. Ja? Aber ich bin nicht damit identifiziert. Ich meine das nicht so. Das ist möglicherweise irgendein Urteil, das hier durchkommt. Okay. Ja, aber das bin ich nicht. Ja, ja. Ich glaube, darum geht's. Der Geist wird immer urteilen und sich da irgendwo duellieren wollen. Muss er ja auch. Aber die Frage ist, ob du damit identifiziert bist. Ja. Weil wenn du damit identifiziert bist, dann hast du sonst nichts. Dann hast du keine Rückzugsinsel. Wo bist denn dann du? Wohin willst denn du dich dann zurückziehen? Also ist das deine Identifikation? Dann hast du ein Problem, glaube ich. Darauf erstmal eine Schweigeminute, ne? Darauf erstmal eine Schweigeminute. Ich habe das Gefühl, es kommt doch was, oder weißt du? Ja, ich habe das Gefühl, es ist so ein Fass ohne Boden. Ne? Es ist einfach ein Thema, das natürlich nicht mit einem zweistündigen Gespräch in irgendeiner Art und Weise abgeschlossen werden kann. Geschweige denn, glaube ich, in unserer Lebenszeit. Das ist, glaube ich, was, oder ich hoffe, es ist was, was die Leute noch eine ganze Zeit lang beschäftigt und immer wieder zu Lernprozessen anregt. Und ich bin trotzdem positiv überrascht, vor allem wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die auch seltenst sich in irgendein Lager reinstecken lassen, sondern die einfach auch abgestoßen sind und verwirrt sind von dieser Zeit. Und das ist auch das, was bei mir, glaube ich, unterm Strich einfach übrig bleibt, wenn ich mich mit dieser, wenn ich diese Bilder sehe, diese ganz frühen Videoaufnahmen, wenn ich die Geschichte da lese, dann fühlt sich das nicht an, als wäre das vor 100 Jahren alles passiert oder vor 80 Jahren, sondern als wäre das tausende Jahre her. Weil es so fremd ist, sich so andersartig anfühlt, das könnte auch auf einem anderen Planeten stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist auch das, was die nächsten Generationen, die kommen werden, mit diesem Thema anfangen werden, ne? Weil einfach dieses emotionale Zentrum bei den neuen Seelen hoffentlich sehr, sehr stark aktiviert sein wird und die Gefühlsebene eine sehr, sehr große Rolle spielt, allein schon um ein Individuum sein zu können. Und deswegen soll's und wird's und ja, ist es einfach immer noch ein Mahnmal und darf's auch gerne bleiben. Ja, großartig. Ja, das bestätigt mein Gefühl. Also, dass in den jungen Leuten ein Geist da ist, der sich einfach nicht knechten lassen will. Egal von welchem System. Egal von welcher Diktatur. Und ich halte das für wichtiger als eigentlich sämtliche intellektuelle Bildung. Oder dass du einfach mal merkst, da ist dieser Impuls da. Also dieser Impuls, sich wirklich selbst zu finden. Deswegen finde ich das ja toll, dass die sich alle auseinandersetzen mit dieser ganzen psychologischen Forschung. Es wäre nur schön, wenn man mal darüber hinausgeht, über das, was dir von irgendwelchen Bro-Science-Typen auf YouTube erzählt wird.
Aber wir tun unser Bestes, ne? Wir tun unser Bestes. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir wurde nahegelegt, unsere Sendung mal auf Deutsch zu beenden. Wenn nicht heute, wann dann, ne? Ich habe aber... Sag's einfach mal auf Deutsch, hat bestimmt auch eine schöne Wirkung. Das hat mir irgendjemand per Mail geschrieben, weißt du so. Das muss ich selber kurz suchen. Der hat irgendwie gesagt so, hey, ich fände es schön, wenn du das hier mal auf Deutsch beendest. Und normalerweise gehe ich auf sowas nicht ein. Aber da habe ich mir gedacht, ach komm, der hat das ganz gut übersetzt. Ich meine, ich kann es schon auch übersetzen, aber seine Übersetzung war echt schön. Wo ich gerade bei dem bin, der hat auch was gespendet. Danke an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du willst, dass wir deinen Namen sagen, aber danke. Es wollten einige spenden, die haben mir geschrieben. Da siehst du wieder mal, wie geschäftstüchtig wir sind, ne? Und die wussten nicht, wo sie spenden sollen. Und ich dachte mir so, wir haben doch diese Spendenadresse immer drunter, oder? Also da hat sich ja nichts geändert, oder nicht? Eigentlich müsste das alles unter den YouTube-Videos stehen, ja. Also ich habe auch geschaut und da hat sich ja nichts geändert. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ist der Spendenlink? Ich weiß auf jeden Fall, dass er unten ist. Ich habe es gerade nicht irgendwie vor Augen. Also unter dem YouTube ist es auf jeden Fall alles verlinkt. Müsste da sein. Aber ich gucke es nochmal nach und schaue, dass es unter diesem Video dann auf jeden Fall drunter sein wird. Ja, aber ich habe bei den letzten geschaut, das war auch da drunter. Also betreff Nachtmehrfahrten, ihr wisst Bescheid. Danke auf jeden Fall. So, warte. Und jetzt, wo ist es denn? So, pass auf, ich hab's. So. Okay, hast du noch irgendwas oder kann ich abschließen? Ja, denkt dran, Leute, die letzten zwei Songs, die gehören auf jeden Fall noch zu uns dazu, bevor die Radio Emergency Dose wieder von sich aus Musik ausspuckt. Hört euch das gerne noch rein. Steffen und ich machen uns da auch immer mit Gedanken, dass es irgendwie stimmungsmäßig dazu passt. Und vielleicht ist es auch für euch ein guter Abschluss für das heute doch sehr, sehr wirrwarrige Thema. Die Rede neigt sich dem Ende zu. Möge das Schweigen der Dunkelheit gebrochen werden. Lasst es in die Stille des Lichtes zurückkehren.